Sebastian. Hallo, Sinan. Ah, ist das schön, oder? Ja, schön. Montagabend hier bei uns für den Rat. Der liebe Nick hat uns ja mehrere Pianostücke eingespielt und die werden jetzt immer mal wieder hier bei uns in der Klangküche äh, zu hören sein. Hast du erkannt, was es ist? Ähm, das dürfte River Flows New sein? Nee, so. nee, 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 nee. nee. Das Moment, dann ist Avicii ja. gewesen? Mit? Mm. Fällt mir gar nicht. Heaven. An. Ah, okay. Mhm. Ja. Aber sehr schön, finde ich. Wieder mal sehr gut gemacht vom lieben Nick. Ja. Ähm, wir müssen etwas machen, Sebi. Und zwar, pass auf, mir ist was aufgefallen. Ich wollte diese Woche äh, so ein paar andere Podcasts mir mal anhören, ne? So. Gute Idee. Ja, ich wollte einfach mal so, dachte mir so, neue Podcasts. Und ein großes Problem ist, wenn du in einen neuen Podcast reinhörst, ich weiß, das ist ein grundlegendes Problem für, von Podcasts, wie macht man das, keine Ahnung, du hörst so rein und die beiden Typen oder mehrere Typen, wie auch immer, fangen einfach an zu labeln. Und du denkst dir als jemand, der zum ersten Mal da reinhört, wer zur Hölle seid ihr eigentlich? <laughs> ja. Und was soll der ganze Quatsch hier? Und ich glaube, von mal zu mal... Man weiß natürlich nie, in welche Folge steigt ein neuer ein. Ne? Aber von Mal zu Mal muss man, glaube ich, tatsächlich so, so eine mini, mini, mini Vorstellungsrunde machen, oder? Ja, können wir gerne machen. Ähm, Finde ich, ist prinzipiell eine gute Idee. Ähm, ja. Vor allem, weil es ja ähm, jetzt gerade auch bei uns so ein bisschen Personalwechsel gab. <laughs> Was bisher <ja>. geschah. <laughs> ich kann es ja mal versuchen, pass auf. Also, der Podcast fing an unter einem ganz anderen Namen. Wir beide haben ihn angefangen. Dann nach ein ja. paar Folgen bekamen wir... We we weißt du auch noch, wann wir angefangen haben? Wann? Boah, ja. keine Ahnung, schon eineinhalb Jahre her oder so? Ja, ich meine, es war der äh, 23. März 2018. Okay. Be Ohne Garantie. Hast du jetzt nachgeguckt oder... Ich habe hier gerade die Statistiken von unserem Podcast ja, offen, ja. also die Spotify-Statistiken. Und ähm, der erste Eintrag ist dann in der Zeit. Ja, ich weiß immer noch, die erste Folge ging über Soundcloud, oder? Rip-Soundcloud. Ja, Das werde ich nie vergessen. Das ja, werde ich auch nie. Ja. Und heute ist Soundcloud bei Recordbox drin. Auf jeden Fall. <laughs> ähm, dann haben wir angefangen, wir wollten über Musik-DJing und so weiter sprechen. Dann nach ein paar Folgen, ich weiß gar nicht mehr wann, kam Sebastian Schilde dazu, der mittlerweile bei Scooter untergekommen ist. Und wir haben uns umgenannt in Dreiklang. Dann haben wir festgestellt, dass Dreiklang leider schon belegt ist und haben uns nochmal umbenannt in die Klangküche. Und das ja. Schöne ist, heute jetzt rückblickend muss ich auch sagen, ist ja auch die Klangküche der viel bessere Name, weil Dreiklang hätten wir jetzt schon wieder ändern müssen, <laughs> weil der liebe Basti. Schon wieder gar nicht mehr dabei ist. Ja. ja, aber wer weiß, wir haben ja letzte Woche dazu aufgerufen, ähm, dass Leute sich äh, bei uns melden sollen, ähm, um die Lücke sozusagen aufzufüllen. Ja. Und das haben ja auch ein paar Leute gemacht. Ähm, auch ein paar Bekannte dabei, also Bekanntere, die ihr alle kennt, haben sich gemeldet. Ja. Und ähm, wir haben uns jetzt überlegt, ähm, wir lassen euch jetzt noch eine Woche Zeit. Ähm, zum Melden. Also, die, die sich jetzt schon gemeldet haben, müssen sich jetzt nicht nochmal melden. Genau, also, die sich gemeldet haben, ihr habt von uns vielleicht noch keine Rückantwort bekommen, äh, das kann auch sein, aber ähm, einfach noch ein bisschen Geduld haben. Wir warten jetzt noch eine Woche und dann ähm, schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, dann würde ne, ich mal sagen, dann laden wir ein paar Leute mal ein, quatschen mal mit denen, gucken, wie es, so, wie es so fluppt und wir wollen das jetzt auch nicht übers Knie brechen, ja. Äh, ganz kurz genau, noch zu aber uns. Aber ich hab ach dich ach so, jetzt ja? genau zu uns noch. Eben. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja, also, äh, wir beide reißen hier die Hütte. <laughs> und zwar äh, einmal du, lieber Sebastian, äh, DJ Producer und Betreiber der Website dancecharts.de. Ja, noch DJ. Noch DJ. Stimmt. Du willst, aber ja. äh, wolltest du, kürzer drehen? Kann ich ja, ja, kürzer oder oder ganz aufhören. Aber zuletzt war ja so die Info, du willst auf jeden Fall ja. weg von ähm, Resident Diskotheken DJ, also dieses ähm, von 22 Uhr bis 5 Uhr an den Dick Decks stehen und mehr hin zu Event DJing. Ja, Sinan, lass uns das nachher besprechen. Okay. Okay. Ähm, als als großes, größeres Thema vielleicht. Ja, und für diejenigen, ähm, die sich jetzt gerade fragen, wer ist dieser ja. rotkäppige, zumindest die, die mich auf YouTube sehen, die anderen, die mich nur hören, ich habe ich trage gerade eine große Käppi, völlig egal. Ich bin Sinan und äh, mir gehört die Website futorial.de und wir sind eine Community für Musikproduzenten. Dort gibt es dann auch äh, ja die äh, Tutorials, um das Musikproduzieren zu lernen, beziehungsweise im expliziten Mischen und Mastern. Das ist sozusagen mein Steckenpferd. Und ähm, ja, wir quatschen hier über vieles. Viel davon ist Musik, aber nicht nur. Habe ich das so grob zusammengefasst? Ich glaube schon. Ja, hast also du ganz äh, richtig zusammengefasst. Und äh, kurze kurzer Einschub noch. Ähm, wir machen uns ja gerade ein paar Gedanken, wie wir die Klangküche noch verbessern können. Und es könnte demnächst sein, dass wir auch noch über andere Sachen sprechen werden. Nicht ausschließlich über Musik. Ähm, vielleicht mit auch einer weiteren Sendung. Ähm, aber das steckt gerade noch in der Konzeptionsphase. Da gibt es noch, ja, noch nichts Konkretes. Wir ja. schicken uns fleißig Sprachnachrichten hin und her und, und ah. brainstormen. Ja, es passiert aktuell einfach, muss man sagen, extrem viel. Bloß nicht in der Musik. Sehen. Danke. Du machst genau so. Ja, also. Ähm, wir haben auf jeden Fall bald auch spannende Gäste noch, aber insgesamt merkt man doch die Woche über, es passiert ganz viel, die Leute sind bewegt, aber es ist tatsächlich so, dass es nicht so richtig in der Musikszene alles stattfindet. Und wir fühlen uns manchmal doch ein bisschen hm, gehemmt. Ich weiß es nicht. Deswegen, da sind wir an einem neuen Konzept dran. Das äh, kriegt ihr aber dann zu hören, wenn es ausgereift ist. Genau. Ja. Gut, wollen wir mit dem äh, Intro starten und dann, ähm, dann habe ich ein Thema mitgebracht, ähm, das ich gerne mit dir besprechen möchte. Okay, dann haue ich mal das Intro raus und dann geht's los. Heute gibt's Gulasch auf die Ohren mit der Klangküche. Do you So, ich möchte noch doch kurz erwähnen, das heutige Farbschema ist Rot-Rot. Also mein Hintergrund okay. ist Rot und die Käppi ist Rot. Also äh, ja, Grüße an alle, die uns jetzt über Spotify hören und äh, ja. iTunes. Da, da, ja, aber, aber guck mal, ähm, hast, kennst du das nicht, dass, dass Farben auch Stimmungen auslösen, selbst wenn du sie nicht ja. äh, siehst? Also, ne? also selbst ja. wenn ich jetzt einfach wenn ich hier Rot sage, dann hat das eine Auswirkung. Ja, ein relativ weit verbreitetes Phänomen ist ja Synesthesie ja. In, äh, in der Musikszene. Also, du hörst Musik und äh, assoziierst damit Farben und im Extremfall siehst du sogar richtig Farben äh, vor deinem ja. geistigen Auge. Und, ähm, ich hatte ein Video für cool. dich gemacht und, und äh, da, da ging das, in dem Video kam Trans vor. Und du hast mich so gefragt, sag mal, welche Farbe ist für dich Trans? Und ich so, ja, blau. Und du so, ja, ne, ist blau, oder? <laughs> also, Trans? Ja, obwohl das kann, das kann sich auch tagesformabhängig ändern. <laughs> Achso, ne? das, krass. Frag mich mal in zwei Wochen, vielleicht hat Trans dann gelb, gelbe Farbe oder so. Weiß Boah, nicht, bist du oder? bescheuert? Nein, jetzt mal ernsthaft. Sag, blau, sag mal okay. gerade, Trans jetzt, ernsthaft. <laughs> ja, Trans ist blau. Ist so blau, oder? <laughs> für, hier, für, alle, für alle, die kommentieren oder uns auf unsere coole WhatsApp-Nummer Sprachnachrichten schicken wollen, sagt mal, welche Farbe hat für euch Trans. Aber vielleicht haben wir euch jetzt natürlich auch schon hart beeinflusst, wir alten Influencer. Ne? Das kann natürlich ja. sein. Aber Sinan, apropos ähm, Voice-Nachrichten, äh, der Chico hat uns eine Sprachnachricht. Ist schon ein bisschen länger her. Ja. Ähm, die sollten wir uns nochmal anhören, weil der korrigiert er uns nämlich. Das fällt ihm ein. Wir haben ja wohl immer recht. So was. Hallo ihr Lieben, hier ist der Chico Chiquita. Ich grüße euch ganz herzlich. Ich habe einen äh, kleinen Einspruch zu dem Thema äh, mit gekauften Samples oder wie war das genau? Fertige Samples in Produktion nutzen. <laughs> Es ist folgendermaßen: Theoretisch kann man so äh, die Samples von Knas nehmen, die Nummer eins 1 nachbauen. Ähm, wäre im ersten Moment vielleicht vom Gedanken her richtig. Ähm, Problem ist, dadurch, dass Steve Angelo Knas so gemacht hat, wie er sie jetzt gemacht hat, hat er ein Werk erschaffen, ein eigenes. Woraus das Werk basiert, also aus welchen Quellen, aus ne, ob es jetzt selbst eingespielt oder von Samples, ist erstmal egal. Er hat jetzt damit ein eigenes Werke geschaffen, das halt quasi auch Copyright äh, beansprucht. Und wenn man das jetzt kopiert, das genauso klingt, dann verletzt man sein Werk. Und äh, ich hatte den Fall mal mit einer ja, Geschichte bei mir auf dem Label. Und äh, unser Anwalt hat uns da zum Glück nochmal rausgeboxt, äh, weil es war genau das Thema. Jedenfalls, ich wäre da sehr vorsichtig mit sowas. Sowieso generell Kreativität First. Ähm, ansonsten, ich grüße euch ganz herzlich und ähm, ja, wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Tschüss, Ja, er sagt, man, er hat in dem Moment, wo er das Sample genommen hat und ein Lied rausgebastelt hat, hat er aus dem frei verfügbaren Sample ein Werk geschaffen, ja. Das ändert die Sache ein wenig. Aber wie ist es dann bei Sonnentanz, wenn man tatsächlich zu 90 Prozent einfach ein Construction Kit nimmt? Ja, aber ähm, wie du das Construction Kit dann zusammensetzt, ähm, das ist schon wieder eine künstlerische Leistung. Ja, aber wenn ich die, wenn die, ich die wenn ich das Construction Kit nehme und ich lege die Spuren nur übereinander und mache sonst nichts, dann hast du einen 20 Sekunden langen Song. Mhm. Weil meistens sind die, meistens sind die äh, Samples ja nicht so lang. Aber ich glaube, die, ja okay. die musst du ja schon zu einer Komposition, zu einem Arrangement. Ah. Ähm, Zusammenfügen. Aber dann ja und dann wäre es ja schon, das wenn ich es dann anders arrangiere, dann wäre es wieder okay. Äh, ja. Ich will ja nur darauf hinaus, es ist ein äh, sehr kompliziertes Thema. Also, es ist nicht ja, es, lässt sich nicht so ganz so, ja, der, der Erste, der damit einen Track macht und das mal arrangiert, der hat jetzt da draußen Berg gemacht und dann geht das nicht mehr. So leicht ist es dann auch wieder nicht, ne? Um ja, ist auf jeden Fall gibt es da, glaube ich, keine, pauschal, äh, keine pauschalisierten Antworten. Ja. Das müsste sich im Zweifel ein Gutachter dann anschauen und dann entscheidet irgendwie der Richter nach äh, eigenem Befinden. <laughs> ähm, aber also, wenn du jetzt zum Beispiel die Knas nachbaust von Steve Angelo, ja, und irgendwie. Ähm, noch so einen 16-taktigen Mittelteil einbaust oder so, da weiß ich nicht genau, ob du dann schon weit genug weg ja, bist. Aber du merkst, ja, das ist halt, es ist eine Abwägungssache dann, ne? Also das ist ja, ja. Äh, klar, und vor allem, wenn du jetzt sagst, du, du baust das so nach, klar, dann äh Kopierst du ja eben nicht nur das Sample, sondern du kopierst alles, was Steve Angelo dazu gemacht hat. Aber das Sample ja. an sich ist natürlich frei verfügbar. Also, das, da, du kannst jetzt so viele, genau. du kannst jetzt daraus einen Dubstep-Song machen, du kannst daraus einen House-Track ja. machen. Deine Interpretation davon kannst du machen. Genau, Kommt Also du musst das ne? schon. Also. Das ist auch der Schlüssel, glaube ich. Du musst dich schon relativ weit entfernen, ähm, sodass der Charakter des Songs ein anderer ist. Ja. Dann ist das, glaube ich, dann bist du im grünen Bereich. Aber ansonsten kann es wirklich Probleme geben. Ja. Ja. Das ist das Problem bei Construction Kids: äh, Schrägstich ähm, Splice-Sachen. Äh, naja, wenn du, wenn du zu nah da dran bleibst. Ne? Ja. ja. Genau. Also vielen Dank, äh, Chico, für deine äh, Info. Als ich die äh, mehr gehört habe, dann ist mir auch ah, klar, stimmt. Ähm, da hast du ja vollkommen recht. Das ist mir in der Sendung gar nicht ähm, eingefallen, das zu erwähnen. Okay. Ja. Sinan, ich höre irgendwie im Hintergrund immer noch die, ähm, die Heaven von Avicii, kann das sein? Äh, ziemlich leise wahrscheinlich. Warte mal, erstmal muss ich hier meine Stimmnormalisierung. Äh, so, ja. ich, wir haben ein paar technische. Ja, Ich merke das wohl. Ich höre dich auch nicht durch dein richtiges Mikrofon, sondern irgendwie durch so ein anderes Mikrofon mit Raumhalt und so. Aber ich hoffe, du nimmst das auch alles richtig auf. Wir werden es dann ja sehen. Ach so, ja. Moment. Also ich ähm, nehme es richtig auf, aber du hörst vielleicht das falsche. Warte, warte, warte. Ja. Da gib, mir, gib mir eine Sekunde und erzähl einfach den Leuten, was, was das ja, Thema ist. Ja, das Thema, was ich mitgebracht habe, und zwar hat ähm, DJCity.de, ähm, also DJ City ist ein großer ähm, DJ-Pool, und die haben auf Instagram ähm, ein Bild gepostet, so ein T-Shirt ist das, und da steht drauf, Real DJs need a second job. Also echte DJs brauchen einen zweiten Beruf. Und haben dann ähm, die Frage gestellt, ähm, These. Real DJing wird zunehmend uninteressanter für Clubs und Veranstalter. DJ als Hauptjob wird immer seltener. Woran liegen die Ursachen für diese Entwicklung? Und ähm, das fand ich ganz spannend, das Thema. Ähm, da können wir mal drüber sprechen. Ja, ich kann jetzt beantworten, weil immer mehr. Ja, Simon, jetzt höre ich dich endlich Ich wieder weiß. Mit. Hätten wir vorher sagen müssen. Hier war noch ein bisschen was falsch eingeschickt. Habe ich dir geschrieben? Ja, das habe ich ja, ja jetzt erst gesehen. Also. Weißt du, ich nehme Klangküche auf. Ich gucke nicht so oft auf mein Handy. Ja. Ähm, ja, kann ich dir beantworten, warum immer mehr Leute DJing, weil immer weniger Leute wie du keinen Bock mehr haben und die aufhören. Nee. Ja, das Thema, das kann man gleich gut verknüpfen. Aber lass uns erst mal über die These sprechen. Okay. Ähm, also ich glaube, die These, die ist ähm, kannst du gar nicht beschreiten. Das ist einfach Fakt, dass immer mehr DJs einen zweiten Job brauchen unter der Woche und nicht von ihrem Wochenendjob sozusagen leben können. Mhm. Was vielleicht früher noch viel einfacher der Fall war. Ähm, ja. Aber meint dann, man damit letztlich jetzt, ist das dann der Club-DJ oder betrifft das auch den, den Hochzeit events dj Also ich, ich würde sagen, erstmal betrifft es in, in der Hauptsache den Club-DJ, mhm. ähm, aber auch den Booking-DJ. Und ähm, bei Hochzeits-DJ ist das, glaube ich, noch was anderes. Ja. Ähm, also äh, Clubs ne, gibt es immer weniger, also es machen mehr Clubs im Jahr zu als neu eröffnen. Das heißt, immer weniger Arbeitsplätze. Ja. Ähm, das heißt, das Angebot ist geringer, aber die Nachfrage bleibt gleich hoch, also sinkt der Preis, ne? ja. So ein bisschen marktwirtschaftlich äh, macht Sinn. Also der Club kann dann sagen, ey, ähm, ne, wenn du vorher ein 500-Euro-DJ stehen, dann kann er sagen, ey, ich, dieser kostet jetzt hier, dieser Platz kostet jetzt noch 250, wer will es machen? Irgendjemand meldet sich dann schon, ne? Ja, ja. ja. Bei Hochzeiten ist es ja so und Events, Firmenfeiern gibt es immer und geheiratet wird auch immer und da, wird, ne, da, da ist, glaube ich, die Schwankung nicht so groß. Ähm, ähm, da gibt es halt nur so saisonale ähm, Fluktuationen. Ne? Also im Sommer ne, wird mehr geheiratet als im Winter natürlich und solche Sachen. Aber da sind, glaube ich, also kann ich auch sagen aus eigener Erfahrung, die Preise sind stabil und ähm, da kannst du sogar eigentlich mit der Zeit immer mehr nehmen. Ähm, gut, das kannst du als... Als guter Club-DJ auch. Ja, Wenn aber da ist das, glaube ich, äh, schneller eine Grenze ja. erreicht. Weil, auf, jeden, auf jeden Fall. Weil tatsächlich bei einem Club, würde ich sagen, ist es so, der, der Betreiber denkt sich, ja, ich brauche schon so einen guten DJ, aber der muss mhm. halt auch nicht jetzt perfekt sein. Der muss gut genug sein, dass die Leute da bleiben und saufen. <laughs> so. Ja, genau. Das Ding ist auch, also es gibt auch unglaublich viele gute DJs, mhm. die am Wochenende, am Samstagabend zu Hause auf dem Sofa sitzen ne, und keinen Booking haben. Ja. Und ähm, da, für einen Club ist das halt einfach da, oder relativ einfach, wenn er gut vernetzt ist, der Clubbetreiber. Ähm, und da sind ja die meisten, dann haben, haben die da auch schnell einen guten DJ stehen. So, ne? ja. ähm, und auch zum bezahlbaren Preis. Ähm, wir können auch noch mal gucken, wie das so bei den ähm, Booking-DJs ist, also die zum Beispiel Festival spielen und so weiter. Mhm. Ähm, das ist ja auch ganz oft so, dass es gibt einen Headliner und dann gibt es noch vielleicht einen zweiten Sub-Headliner und so weiter. Aber ein Großteil oder viele von den Jungs, die dann auch noch da aufliegen, die dann das Warm-up spielen oder ähm, das Closing, -Set, also ne, nach dem Headliner das Set bis zum Ende oder so, weißt du? Äh, also dann, wenn die Leute kommen und wenn die Leute Hab gehen. Ich verstanden. <laughs> Die legen da ja auch oftmals für ein Appel und ein Ei auf, ne? Ja, also ich will mal, ich sag mal ganz frech, viele legen kostenlos auf, oder? Es gibt auch viele, die, die kostenlos auf. Die, ja. die legen sogar ähm, negativ auf. Also das heißt, die ah. investieren rein, die fahren hin, zahlen selber, ah. weil sie halt den zwei-Stunden-Slot. Die sind so begehrt, die Slots, dass ähm, du, also wenn, wenn du jetzt dir vorstellst, du hast ein halbwegs vernünftiges äh, Event irgendwie am Laufen, also so, so ein Festival, ne? Ja. Ähm, du musst dich tatsächlich nur um die Main-Time, also die, die Hauptzeiten-Acts, halbwegs kümmern. Den Rest, glaub mir, du kriegst mehr Anfragen, als dir lieb ist, dass da Leute sagen, ich leg ja, ja. da auf, ich mache das für gratis. Ja. Das würde mich nicht wundern. schreib schreibe mich nur auf den Flyer. Naja, und ich ja. ja. ich würde mich nicht wundern, wenn, also du musst dann sogar so weit schon gehen, dass einer, der jetzt vielleicht da irgendwie zu viel Geld hat oder Ambitionen, was weiß ich, dass er vielleicht sogar sagt, ähm, ey, um 16 Uhr würde ich umsonst auflegen, aber wenn du mich um 20 Uhr auflegen lässt, dann gebe ich dir noch 500 Euro on top. Kann ja, ja sein. Die, äh, nein, nein, Geld nicht, aber die bringen dann noch Leute mit. Ne? Also ich bringe dann noch ähm, Bus voll Kumpels ja. mit und ähm, die zahlen auch alle Eintritt und saufen dann auch alle für 20 Euro. Ne? Ähm, das gibt es auch alles, klar, aber ähm, das sind ja nicht unbedingt DJs, die davon leben müssen. Ne? Nee. Und äh, DJ City hat ja geschrieben, real DJs need a second job. Ja, ne? ja, ja. ja. Also, da, eigentlich müssen wir jetzt mal eine Rechnung aufmachen, ähm, wie viel man so äh, als Club-DJ zum Beispiel verdient und ob man davon leben kann. Brauchst du mal so ganz grob machen? Ja, hau raus. Also, wenn du, wenn du hauptberuflich Resident-DJ bist, ja. ne? ähm, dann kannst du deinen Job ja ganz gut so und dann arbeitest du in der Regel auch für, für mindestens einen guten Laden, meistens auch ein paar mehr. Ähm, und dann müssen wir jetzt mal so einen Mittelwert nehmen. Ähm, Wie viel mal die Woche würde, arbeitet der denn? Ja, also du kannst ja eigentlich heutzutage eigentlich nur noch zweimal die Woche nur arbeiten. Nur Freitag und Samstag. Also Freitag, Samstag, Freitag, ja. Samstag also, arbeite ich als <laughs> DJ, ja. Ja, da muss man aber auch schon einschränken. Also freitags hat auch echt nicht mehr jeder Club auf, sondern eher sogar die wenigsten. Das. Ähm, das hat sich, also früher, ne? Jetzt Donnerstagabend werden ein paar DJs noch arbeiten können. <lacht> ja, <lacht> Mittwoch. Was? Donnerstag ist Freitag. Mittwoch nee, ist Freitag. Nee, also, Freitag ist doch cool. Freitag. Nee, Donnerstag, ist Freitag, nee, oder? Freitag? Okay. Ich muss <laughs> Mittwoch arbeiten. Ja? Ja. Hä? Seid ihr. Oder sag mal, habt ihr im Norden irgendwie am 31. euren Feiertag? Wir äh, haben den am 1. Äh, das kann sein, dass das unterschlägt ist. Ja, 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 warte mal. Geht äh, mal weiter, ich recherchiere das mal. Recherchiere mal. Ähm, also, früher konntest du ähm, Mittwochs auflegen gehen. Da war nämlich immer in den Clubs äh, Ladies' Night oder so. Freitags und Samstags und ähm, dann ist irgendwann dieser Tag in der Woche weggefallen und äh, dann gab es noch Freitag, Samstag und eigentlich ist es so, dass Freitags auch schon, also würde mich wundern, wenn mehr als 50 Prozent der Läden auf Freitags auf hat, ja, geöffnet okay. hat und ähm, also die meisten lehnen Samstags und dann bist natürlich, dann wird es schon richtig hart. Aber äh, sagen wir mal so, du bist ein DJ, der zweimal am Wochenende noch auflegen kann. Zweimal, oder? ja. Ganz kurz, ich möchte ja. dich einmal rein, äh, reingrätschen. Ja. Äh, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg, Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen feiern am 31.10. Reformationstag. Ja. Baden-Württemberg, ja. Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland am 1.11. Allerheiligen. Heiligen. So, es trennt okay. sich tatsächlich. Deswegen hatten wir 25. beide recht. Du hast am Donnerstag frei. Ja, deswegen äh, muss ich am Feiertag Tisch und, auch und ich habe am Freitag Feiertag. Genau, das sind die äh, für mich sind das die Baumarkt hat Tage. <laughs> Feiertag ist für mich baumarkt Zutag. So. Okay <laughs> Ja und ich weiß das oft nicht, weil ich kein Arbeitnehmer bin, weißt du Ich checke immer die Feiertage ja. Und dann ist es, sage ich mal, ich möchte jetzt nicht lügen Aber es ist bestimmt schon drei, vier Mal passiert Dass ich tatsächlich am Feiertag beim Baumarkt stand Und dachte <lacht> <lacht> Scheiße, schon wieder verkackt <laughs> Wieso musst du ein, äh, einbrechen? Hast du hast das mitgekriegt, dass du so, ein, ähm, so ein Typ ist, Wollte ins Gefängnis einbrechen Weil seine Freundin da drin saß Okay diese Woche? Ne, letzte Woche. Der übrigens. weiß schon, dass ja, man, man einfach Woche. ins Gefängnis kommt, ne? <laughs> Als Besucher. Ach so. Ja. Nee, wusste, wusste er nicht. Okay. Er ist über die Mauer geklettert und er wollte seine Freundin da im Knast besuchen. Mhm. Und wurde natürlich aufgegriffen, das Warte, so, ne? Knick-Knast. <laughs> <laughs> ja, ich weiß auch nicht, was sie da geritten hat. Ja, er, seine Freundin, keine Ahnung, ja. oder sie ihn. <laughs> ja, also, ne? also, die war auch irgendwie 18, 19 oder so oder 20. Also wenn du als Frau in dem Alter im Knast schon sitzt, dann hast du auch irgendwas falsch gemacht in deinem Leben. Vielleicht, ey, vielleicht so eine richtig heiße, weißt du? Der war völlig, der war völlig, <laughs> der war süchtig. Die war so, die war so verrucht. Die <laughs> ja, du, keine Ahnung. Lass uns mal wieder zurück <laughs> zu, okay. zu unserem Thema. Das wäre das wär übrigens ein, ein interessantes äh, Thema für für zweites Podcast-Format. Ja. Für offenes podcast -Format. Sehr gut. Ähm, so, also zweimal liest du ähm, auf. Äh, ne? Ja. Und, ähm, Jetzt müssen wir mal einen Preis festlegen. Ähm, also das ist natürlich, ähm, ich weiß nicht, was, äh, was so der Mittelwert ist oder so. Aber ich, und ich weiß auch, im Westen verdienst du so viel mehr als in Ostdeutschland zum Beispiel. Skandal! Ähm, wollen wir mal ähm, 350 Euro festlegen für eine Resident-Nacht? So ein Mittelwert. Ist doof zum Rechnen, aber sagen wir 350. Ja, wir sind ja so, also. ja. Ne, ja. Okay, 350 Euro. Wir reden hier von tatsächlich, ähm, wann ist der da? 22 Uhr bis... Fünf? Ja, der ist um halb zehn da, ähm, weil um 22 Uhr macht der Laden auf, halb zehn da und 5 ähm, Uhr ist Feierabend Alter. und dann ist er so halb sechs aus dem Laden raus. Boah. Aber, ähm, Wie viele also, du wolltest auf Stunden los. Ich wollte nur mal ja, gerne wissen, ja, ja. Ja, mach mal nachher, wenn wir eine Summe, also eine Monatssumme haben. Also, ähm, 350 Euro. Ähm, es kann sein, dass wir sogar schon damit zu, drüber liegen, über dem Durchschnitt, weil ich weiß, im Osten legen auch welche für 200 auf. Okay. Ich weiß aber auch, hier im Westen liegen welche auch für 600 auf oder so. Mhm. Ne? Also Okay, ja, ja 350, 350. Okay. Genau, wir müssen ja so eine ja. gausche normalverteilung Da sind wir <laughs> wahrscheinlich bei 300 Euro sogar besser. Ähm, okay, sagen wir 300 Euro. Ja, okay, machen wir 300, 300 Euro. 2 äh, also mal 2, 600, 600, 600 äh, mal 4 mal 6. 2400 Euro. Ja, so 2400 Euro brutto. Ja, als, Selbstständig, als Selbstständiger ist natürlich brutto immer so eine Sache. Also, wie viel nachher abgezogen wird, hängt natürlich von seinem. Na ja gut, kannst du jetzt ausrechnen, was macht der im Jahr? Ähm, ja, pass auf, ähm, 2400 Euro im Monat. Und ähm, jetzt müssen wir mal eben gucken, die Einkommenssteuertabelle <laughs> äh, Müssen wir mal eben dranlegen. Die ich jetzt natürlich jetzt. Ja, aber, aber ich finde. sag mal, also komm mal, pass auf, wenn der 2400 macht mal 12, dann ist er bei 28.800. So, jetzt ist aber die Frage: wie viel kann er davon auch noch abziehen? Ne? Also, das ist ja nicht sein wirklicher Gewinn, ne? E ja, ja, du meinst jetzt mit ähm, Arbeitsklamotten, genau, und die Musik, die, also den Laptop. Genau. Äh, also. Ja, ja. Keine Ahnung, zieh mal 10.000 Euro ab. Also 8.000. Du bist schon wieder, du bist einen Schritt weiter. Ich wollte also 2.400 Euro und ich würde da gerne sogar 3.000 draus machen. Okay. Ähm, weil es gibt immer noch so, ähm, Weihnachten kannst du mehrere Tage auflegen. Dann gibt es nochmal ein Stadtfest, wo du auflegen kannst äh, am Donnerstag. Keiner hat ein, ein Jahresgehalt. Halloween. 36.000, also kein Jahresgehalt, sondern 36.000 und jetzt wissen wir nicht, wie viel man davon abziehen muss, aber. Ja, 36.000 Euro pro Jahr und ähm, keine Ahnung, wollen wir da mal 10.000 von abziehen? Also Oder ist zu so viel, ne? Ist so viel. Du meinst jetzt äh, 10.000 Euro ähm, Ausgaben. Ausgaben? Ja, doch, ja. würde ich schon sagen. Der muss der kann ja alles, also ne, Fahrt, vielleicht hat er kann er da nicht irgendwie. Na, noch nee, Fahrt ist noch, ist noch, das wird mit Kilometerpauschale berechnet. Okay. Ähm, bin ich natürlich auch kein Steuerexperte, aber das wird anders angesetzt. Hä, sind wir nicht, also sind wir nicht seit der vorletzten Folge voll die Steuerexperten? Mhm. Aber wir können mal, wir machen mal, lass uns mal 30.000 Euro machen. Okay. 6000 nur abgezogen. Ich würde gar nicht so viel abzahlen. Okay, 30.000 hat er äh, Einnahmen gemacht, Gewinn gemacht. Ja, genau. So. 30, also 6000 Euro hat er dann noch Ausgaben gemacht. Okay, das heißt, okay, 30.000. 30 wie viel, viel äh, Einkommensteuer musst Laptop. du zahlen bei 30.000? Ähm, da bist du ungefähr bei 30%, ein bisschen mehr, so 32 Prozent. Okay, mal 0,3. Also dann nochmal, dann kann er 9.600 abziehen. Dann hat er 20.000. 20.000, ja. Und das ist te teilmal durch, durch 12, 12. dann hat er einen Monatseinkommen von 1666. 1666 Euro. Im Monat netto zur Verfügung. Davon musst du Miete bezahlen, essen, alle so, den ganzen Pipapo, ne? Das sind da nochmal. <laughs> Ja, jetzt kommt es natürlich drauf an. Ne? Also bist du ein Real DJ, der ähm, Junggeselle ist, der alleine wohnt? Ja, ähm, selbst wenn, wenn du in der WG wohnst und du bist noch zwischen 20 und 30, kannst du das prima äh, machen. Ist das voll okay. Kommst du schon mit klar. Genau, damit kommst du klar. Also ist zwar nicht super jetzt so, da bleibt auch nicht viel übrig, um noch ähm, was zu sparen wahrscheinlich. Du musst halt Folgendes noch bedenken. Er muss die Krankenversicherung selber zahlen von diesem Geld noch. Ne? Ja, genau. Er ist ja nicht also, angestellt. Er muss von der 1666 die Krankenversicherung zahlen. Er muss seine Miete zahlen. muss sein Essen bezahlen. Autosprit. Autosprit, erst alles. Also da bleibt nicht viel <laughs> übrig. Nee, da lebst du schon. Das ist schon. Da lebst du schon nicht auf großen Fuß. Nee, da lebst du eher so ich, ich sehe noch ein viel größeres Problem. Und zwar sind wir gerade davon ausgegangen, dass er zweimal die Woche das macht und immer halt einen Job ja. hatte und nie krank war. Ja, genau. Weil das ist ja auch das große Problem. Wenn du selbstständig bist, in dem Moment, wo er nicht. Antreten kann, kriegt er kein Geld. Ja, wenn er privat versichert ist, glaube ich schon. Dann kannst du, da hast du sofort ähm, 100 Prozent. Ähm, kommt auf Verdienst. deinen Vertrag an. Ja, genau. Kommt auch an, bei welcher Krankenkasse, was du abschließen ja. solltest. Aber das, theoretisch würde es gehen. Bei der ähm, gesetzlichen Krankenkasse kriegst du erstmal sechs Wochen gar nichts und erst ab dann ja. kriegst du irgendwie 60 Prozent so. Wenn dann, du sechs Wochen krank ja. bist und schon sechs Wochen nicht mehr aufgelegt hast, dann hast du ganz andere Probleme. <laughs> <laughs> dann da ist schon wieder eine neue Musikrichtung etabliert. <laughs> du hast überhaupt keine Ahnung, was los ja. ist, ja. <laughs> nee, ähm, genau, also... Aber jetzt würden äh, manche dagegen halten und sagen, Alter, der arbeitet auch nur zwei, Wochen, zwei Tage die Woche, ne? Ja, klar, also das ist sowieso das, was ich mich immer gefragt habe. Ähm, was machen die Jungs äh, die anderen fünf Tage <laughs> in der Woche? Und dann habe ich immer als Antwort gekriegt, ja, ich bereite mich vor. Ja? <lacht> <lacht> der best, <laughs> best. best vorbereiteteste DJ aller Zeiten. Vier Tage ja, die ehrlich, Woche bereitet er sich vor. <laughs> ganz ehrlich, macht das ja echt schon jetzt viele, viele Jahre. Mhm. Ne? Und ähm, man bereitet sich schon unter der Woche vor, aber so echt nebenbei. Ne? Also du guckst am Freitag, welche Songs rauskommen und dann ähm, lädst du die runter oder gehst einmal die Woche bei Beatport shoppen oder bei iTunes oder so weiter und so fort. Und das machst du so nebenbei. Das ist jetzt nicht so, dass du acht Stunden ja. am Tag Montags, Dienstags, Mittwochs, Donnerstags sitzt und äh, Musik durchforstest oder so, das ist einfach machst du nicht. Okay, aber aber ähm. äh, pass auf. Das Ding ist natürlich, ähm, wir sind jetzt halt von einem Durchschnittswert einfach mal ausgegangen, haben es mal hochgerechnet. Ähm, er darf nicht krank werden und wir haben festgestellt, viel mehr ist ja gar nicht zu holen. Das ist glaube ich das Problem. Also du du kannst dich da gar nicht so großartig jetzt weiterentwickeln, weil äh, es wird ja nicht besser, es wird ja nicht mehr als diese Freitag und Samstag, ne? So aktuell nee. zumindest, in der aktuellen Entwicklung. Genau. Ähm, ja, das ist schon das Problem. Und dann krebst ähm, du ewig auf den 1,6 netto rum, das ist natürlich, ja, für viele dann eben, der Satz hat es ja gesagt, Real DJs need a second job. Also haben die meistens dann noch einen second job. Dann kannst du auch, ja, ich, kannst du die Woche über <laughs> noch an der Tanke arbeiten. Also spätestens, wenn du anfängst, irgendwie mal Familienplanung äh, zu machen, ja. also wenn du, ähm, eine Familie gründen willst, dann, äh, dann kommst du mit dem Geld auf jeden Fall nicht mehr hin. Also Kinder großziehen und so geht damit nicht. Deswegen sagte ich ja am Anfang, so wenn du Single bist, irgendwie in Junggeselle oder so Mitte 20 in der WG wohnst oder günstig irgendwie, ne? Aber wenn du dann irgendwie mal auch mal ein Haus haben willst also so, äh, die lachen auch wenn wir Wenn halt haben. auch mal ein Ferrari haben willst und nicht immer so ein, so ein <laughs> Schwuler, der mit seinem scheiß öffentlichen Verkehrsmitteln da unterwegs ist, sorry, das war, das war <laughs> Ich, ich, habe nicht, ich habe nicht für mich gesprochen. Ich habe gerade die Rolle ja. eines, eines FDP-Lars eingenommen. Ja, okay, also pass auf, ähm, wir müssen die Rechnung, das war jetzt die Rechnung für, den, für so den durchschnittlichen Resident-DJ ja. vielleicht, ne? Ähm, wollen wir die Rechnung nochmal aufmachen ähm, für so einen Booking-DJ, der so im, im Sommer so Festivals spielt und so? Deutschlandweit vielleicht? Okay, aber was willst du da rechnen? Also wenn der ja, ich will mich mal interessieren. Ich habe da gerade keine Ahnung. Lass okay. das auch mal machen. Also das wird, ähm, das, das, wird, das wird voll ins Blaue geschossen, weil äh, wir haben ja gerade schon festgestellt, also die meisten kriegen nichts, die anderen kriegen nee, wenig. Nein, nee, ich meine Berufs-Leute, oh. die das hauptberuflich machen. Da gibt's ja auch ein paar. Ne? Aber wen meinst du denn jetzt? <laughs> Ich wollte jetzt eigentlich keine Namen. Nee, okay, nennen, aber. aber, <laughs> aber ja, weil ich, ich ähm, wie soll ich sagen? Wir haben ja in Deutschland, es gibt ja so ein paar Jungs, die machen das hauptberuflich, also die machen nichts anderes. Die releasen hin und wieder Singles und sind dann im ganzen, in der ganzen Festivalsaison auch jedes Wochenende unterwegs und spielen deutschlandweit Bookings so. Die gibt es. Ja, ja, klar. Okay. Die gibt es ein paar. <laughs> ja. ähm, okay. Also ich persönlich hatte das Gefühl. <laughs> das ist, dass, dass 90% davon Hobbyleute sind, dass die das nicht beruflich machen. Ähm, aber es gibt ein paar, also ich weiß doch, äh, also gut, jetzt müsste ich Namen nennen, ähm, aber zum Beispiel ähm, hier von diesen Bootshausjungs, da gibt es auch ein paar. Also zum Beispiel in Brandon, den haben wir doch auch schon ja. öfter besprochen. Der macht das auch hauptberuflich mittlerweile, oder? Ich, du, ich. Oder äh, der Dario Rodriguez macht das hauptberuflich. Ich, ähm, ähm, pass auf, ich, ich, ohne da irgendwen angreifen zu wollen, ne? Das ist auch für mich ein großes Problem an dieser Szene, an dieser deutschen IDM-Szene, dass ich irgendwann nicht mehr verstanden habe, wer hier was macht, beziehungsweise <laughs> die, die Instagram-Welt dieser Menschen klafft irgendwie so krass auseinander zur Realität. Ich verstehe das nicht. Deswegen, wir können das durchrechnen. Aber, ja, ich aber ich habe das manchmal das Gefühl ähm, ich, ich weiß es nicht ich, ich verstehe das nicht also, ja wir wollen das ja, wir okay. können das ja mal durchrechnen zum Überprüfen ob man damit hinkommt wir <laughs> ja. machen jetzt hier mal ein bisschen ich mache mal voll die falsche okay. Peter Zwegert machen wir jetzt ja. mal hier ob das auch ähm, ich wollte dir noch eine Anekdote erzählen ich weiß von einem Künstler der ähm, hat dann immer Fotos gemacht von allen möglichen Orten auf der Welt also ganz oft ein Flughafen oder sowas ne also, mhm. und ähm, hatte immer auf seinem Künstlerprofil äh, gepostet, ähm, aber der war gar nicht bookingtechnisch unterwegs, sondern beruflich war er halt Geil an diesen Flughäfen. Ne? Der hatte einen guten Job und ist, musste international rumfliegen, aber hat das dann einfach Verknüpft ah. mit seiner DJ-Tätigkeit. Also ja, klar, klar. Ne? Ich habe ich hab ja. Kumpels, die arbeiten in der Automobilindustrie zum Beispiel. Die sind ständig irgendwo in der Weltgeschichte unterwegs. Die könnten ja. ständig ein Foto. Yo, bin gerade hier in Mexiko, bin hier gerade in Shanghai, bin gerade hier in Brasilien genau. und so, ne? Ja, ja genau so. Wenn du jetzt noch quasi da einen Teal and Orange Filter drüber legst, ein paar Kopfhörer <laughs> um den Ohr schnallst, zack, bist du Superstar-DJ. Ja. Also zumindest für die Außenwelt, ja. Genau. Also, ähm, wie gesagt, es gibt so ein paar Jungs hier, ähm, die machen das, glaube ich, mittlerweile hauptberuflich. Das ist ja auch immer ein mutiger Schritt. Ne? Also ähm, hatte der Jonas nicht letztens ähm, den Fabian Farrell, glaube ich, erwähnt? Der ja. war doch auch irgendwie, der war, war der nicht bei Bank oder so? Bankausbildung oder sowas. Und jetzt macht er auch Fulltime-DJ, äh, glaube ich, ne? Fulltime-Artist, -Full so. Und das ist ja mal ein mutiger Schritt, das auch zu machen. Und ich bin mir sicher, wenn du diesen Schritt wagst, dann äh, holst du auch mal einen Zettel und einen Bleistift raus und versuchst mal eben durchzurechnen, ob das auch alles so funktioniert, ne? Und äh, das können wir ja. machen. Also, ähm, also Festivalsaison, ne? Also, weiß nicht, so Mai bis September. Mhm. Also Mai, Mai ist Juni, schon Juni, früh, Juni, oder? August, September. Ja, da gehen so die ersten ah, okay. los. Und dann lassen wir mal, oh, okay, machen wir Juni, Juli August September vier Monate ja also vier Monate äh, acht gigs also 32 gigs also du sagst auch da Samstag Sonntag okay ja und ja nee ist zu so viel nee nee müssen wir echt nur die Hälfte weil nehmen, die müssen ich. meistens ja mit diesen ja, haben ja größere Anreisen dann häufig ne ja da, da sind wir auch mit Freitags falsch also da, die meisten Festivals sind also Tagesevents ganz oft mhm. die sind dann samstags oder so ne ja <laughs> Also, da machen wir vier Monate mal vier Gigs sind 16. Und dann machen wir plus, plus vier noch, also 20 Gigs, würde ich sagen, im mhm. Sommer. So, und ähm, jetzt weiß ich natürlich nicht genau, was die Jungs verdienen. Also gibt es auch von bis, ne? Ja. Ähm, aber ich glaube, wenn wir da so einen Mittelwert nehmen, bei denen, geschätzt, wirklich nur geschätzt jetzt, ähm, wollen wir da mal 800 Euro ansetzen? Setz mal an. <lacht> okay. <lacht> ja. Ja. Ich, ich, also, äh, man kennt die die Timetables, wie viele, dann häufig auch noch irgendwie, weiß ich nicht, vier Stages und so, und du weißt, wie viele, die kriegen nicht alle 800 Euro. Aber okay. Nee, nee, es gibt auch welche mehr. Also, ähm, nee, da gibt es ja auch... Weniger, ja. Ja. <laughs> da kriegen auch welche weniger, mhm. aber ich bin mir zum Beispiel sicher an... Keine Ahnung, es gibt ja ein paar Leute, die sind schon relativ bekannt. so der David Puentes zum Beispiel, der legt bestimmt nicht für 800 Euro auf dem Festival auf. Der ist schon eine Kategorie teurer, aber Mittelwert. Ne? Wir müssen ja Mittelwert bilden. Das ja. ist ja so. Genau, also haben wir jetzt so 16.000 Euro in der Sommersaison und dann gibt es natürlich noch die Clubsaison. Ähm, da ist ein bisschen Mauer, so da sitzt auch mal Samstagabend zu Hause. Ja. Ähm, also wir haben fünf Monate schon weg, das heißt, es bleiben nur noch äh, sieben Monate übrig. Und in den, du, ähm, <laughs> in den sieben Monaten machst du drei Bookings pro Monat? In den sieben Monaten machst du <laughs> drei Bookings pro Monat. Okay, okay. Du hast also, ein bisschen äh, gezögert, bis du pro Monat gesagt hast, ja. Also sind nochmal 21 Bookings dazu. Ja. Ähm, und Clubsaison, ein bisschen günstiger bist du da, vielleicht ja. sogar noch. Ähm, da gibt es dann statt 800 Euro, gibt es dann 600 Euro. Sag mal 500. 500? Ja. Okay. Das heißt, ähm, 21 mal 500. 9.500. So 10 10.500, oder? Äh, ja, 10.500, Entschuldigung. Ja. Ja. Genau, plus die Festivalsaison, das sind dann auch nur 26.500 Euro. Ja. Also wirst du noch deutlich schlechter bezahlt als ein Resident-DJ, der ähm, übers ganze Jahr in Clubs hat. Absolut. Also, ja, also wenn, du, wenn du mit als Festival-DJ... Äh, hauptsächlich am Start sein willst, äh, dann brauchst du schon pro Auftritt, musst du deine 2000 Euro kriegen, sonst sieht es sehr schwer aus, glaube ich. Ah, das ist aber schon echt eine, als Booking DJ 2000 zu nehmen, das ist schon eine Ansage. Oh. Ja, ja, also dann bist du halt, dann bist du ja auch nicht ein gebuchter DJ, sondern dann bist du in der Regel halt schon zumindest in der Szene irgendwie Anführungszeichen ein Star. Ja, Und ja, wirst deswegen Fall. gebucht. Dann kriegst du auch deine 2000. Aber ja. das einfach okay. nur als, als, ähm, so als Dienstleistung: hier, buch mich für dein Holy Festival, weil ich reiß die Hütte ab. Und ja. dann zu sagen, ähm, ich, ich nehme für die zwei Stunden, die ich da auflege. Das, die machen ja meistens nur zwei Stunden Sets maximal, oder? Ja, ja genau. Zwei oder 91 Minuten. Ja, ja. Und dafür dann zu sagen: so hier, 1000 Euro. Hm. Das ist aber auch schon. Ansage, ja. ne? Klar, ist eine Ansage. Also, du, ähm, ich hatte das, glaube ich, auch schon mal hier erwähnt, du musst immer diese 50-50-Formel äh, 50 haben. Also, der, ähm, der, wenn der Eck 1000 Euro kostet, muss er 50 an der Kasse machen, also mehr Gäste ziehen. Das heißt, wenn ein Eintritt mal wegen 5 Euro ist und der, also der DJ kostet 1000 Euro, dann ja. ist die Hälfte 500 Euro, der Eintritt kostet 5 Euro, das heißt, der muss 100 Leute schon mal an der Kasse ziehen, ne? Ja. Und, ähm, so als Veranstalter kannst du es als Faustformel nehmen. Ähm, und dann kannst du ausrechnen. Ist ja bekannt genug, damit er 100 Leute zieht, also extra nur wegen ihm kommen. Und die anderen 50% machen die Leute dann an der Gastrone, also ja. Umsatz durch Getränke. <laughs> ähm, ja, auf jeden Fall. Also Festival-DJs haben wir gerade ausgerechnet eher schlechter sogar noch bezahlt, als wenn du ein Vollprofi resident dj bist. Äh, vielleicht hört uns ja irgendwer da draußen zu und schlägt gerade die Hände über den Kopf zusammen und sagt, die Alte hier rechnet alles falsch. Äh, gerne bei uns melden. Also. Ja, ihr müsst immer bedenken. Wir haben jetzt, ja, wir versuchen hier so Mittelwerte. Ne? Also ja, ja. wir wissen, ich weiß natürlich auch, ich kenne ein paar Jungs, die verdienen mehr ähm, auch bei Festivals und so. Und, ähm, und dann spielen die ja auch im, äh, im Winter und im Herbst und so auch im Ausland noch gigs und so. Gibt's ja Urlaubsorte ja. und so. Ne? Ähm, das gibt es natürlich alles. Aber wir müssen immer so also meine Erfahrung ist, du machst einen Mittelwert und die Realität liegt dann meistens sogar noch drunter. Weißt du? <laughs> ähm, ja, also ich möchte mal ganz kurz was sagen und das, 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 vielleicht hat man das schon gemerkt, dass ich mich hier gerade so ein bisschen so sträube oder ich das alles so merkwürdig finde und zwar, ähm Geht es mir darum, auch dieses Fake it till you make it, ne? das, was man aus dem Hip-Hop so kennt, dass du so tust, als wärst du krass, dass du von irgendwelchen Flughäfen Selfies postest, dass du dir vielleicht noch einen krassen Wagen liest und so. Und also eigentlich kenne ich das v vor allem aus dem Hip-Hop, weil... Ähm da ist das halt so, du flexst mit den Dingen, die du halt hast, und dann erzeugst du damit Aufmerksamkeit und Leute denken, krass, der hat es geschafft, obwohl du es vielleicht noch gar nicht geschafft hast, aber dadurch, dass du es vortäuschst, schaffst du es. Also es ist so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Und ich habe jetzt so manchmal das Gefühl gehabt, dass, dass dieser Weg ähm, auch schon so bei diesen, bei so EDM-DJs so, so leicht anfing. Verstehst du? so dass ich so dachte so die die ja, ich weiß, <laughs> ne, so, so tun als ob und yo jetzt chill ich mit denen hier und bin <laughs> heute in Hamburg und morgen ja. bin ich in Berlin und dann bin ich mal hier in London und so und ja aber aber dein Konto in, im echten Leben macht immer Minus genau so, ja. das, und, und, und äh, also das es gefällt gibt so, mir einfach nicht also ja ja also es gibt ja auch so viele ähm, Jungs aus der Szene ähm, die äh, also wir hatten das ja letztens ähm, mit der Privatinsolvenz von Jan Like ja. ähm, also nicht nur er sondern das haben viele DJs, die sind dann irgendwie, haben sie dann nie Steuern gezahlt, ne? Und ähm, dann kam dann irgendwann das Finanzamt und hat mal aufgeräumt. Und dann war Ende im Scha Schicht im Schacht, ne? es ja, ähm, ja. ganz viele Beispiele. Ähm, auch von relativ erfolgreichen ähm, DJs aus der Szene. Ähm, ja. Witzigerweise, ähm, ich, ja. also witzigerweise also finde find ich, ja, das, ja. Äh, dass das gerade bei, ich, ich kriege das immer so mit, Bands, ne? Also jetzt die so. Ja, meistens machen die Rockmucke, keine Ahnung. <laughs> so echte Bands. <laughs> so. Die sind häufig äh, überhaupt nicht verschlossen oder beziehungsweise gar nicht. Ja, so, also die erzählen halt einfach, dass, sie, dass das voll schwer ist, dass man da sehr wenig Geld kriegt und dass man da noch nebenbei ackern muss und so. Vielleicht ist das aber auch, gehört dass irgendwie auch zum Image einer Band. Vielleicht passt das da besser, das auch zugeben zu können, dass das voll das Herzensding ist und man das finanziell eben gar nicht so geil und und vielleicht muss so ein EDM DJ muss so diesen dieses Image wahren des des Sunny Boys der von von Ibiza Party zu Ibiza Party äh, springt und gar nicht so richtig struggelt, weiß also so gar nicht so ähm so am Rande ist, weil das einfach so, ja. nicht sexy ist. Keine Ahnung, vielleicht gehört das ja, dazu. Gut, das, Keine das gehört dazu, so ist die Szene halt. Ne? Mhm. Also ähm, die EDM-Szene ist ja auch komplett unpolitisch eigentlich. Ja. Also es gibt ja nicht irgendwie Songs oder Tracks mit politischen Botschaften. Also ja, ja. ganz selten vielleicht mal. Aber in der Rock-Szene oder in der Pop-Szene, da wird ähm, die ganze Zeit über Politik. Also wenn nicht über Liebe ähm, gesungen wird, dann oft politische Statements oder irgendwie so... Open-Minded oder so, ne? Klar, also, man, das würde auch gar nicht reinpassen, wenn die dann auf einmal vorm Lambo stehen und sagen, geil, wir fahren jetzt mit unserem ganzen Zeug hier zum nächsten Gig. Genau, und die IDM-Szene hat relativ ist relativ rosarote Brille, also ja. muss man eigentlich so, so sagen. Ne? Also Instagram, lass grüßen. Und in der Hip-Hop-Szene ist es noch viel schlimmer, ne? Also das ist ja schon ein bisschen das lächerliche überzeichnet teilweise. Ja, ja. Ähm, also Gerade in Amerika und in, auch in den 2000ern und so, ne? Oder hier Puff Daddy da mit seinem Speedboard über den See ballern ja, 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 und sowas, ja. also, also Lamborghini ohne Ende. Ja. Ähm, das gibt's jetzt jetzt auch wieder in der Deutschrap-Szene, da fahren sie alle Mercedes, ne? Ja. Mercedes, Mercedes, AMG, AMG. Ja. Nee, aber lass uns doch mal wieder zurück zum Thema kommen. Also wir haben jetzt gerade ausgerechnet so Festival DJ eher so, äh, ne? also wir müssen noch mal kurz sagen, ähm, es, wenn du schaffst, irgendwie ein Management an den Start zu kriegen, ne? also die sich um dich kümmern, dann hast, bist du schon mal einen ganz ordentlichen Schritt weiter. Dann verdienst du in der Regel auch schon so viel. Dass, äh, dass es sich lohnt für so ein Management, für dich zu arbeiten. Und dann bist du schon raus aus unserer Rechnung. Aber ähm, wenn du noch komplett alles selber machst, ähm, dann bist du vielleicht gerade so in unserer Rechnung drin. Und ähm, dann müssen die sich ja auch natürlich selber noch um ihren Instagram-Account kümmern und um ihr Marketing, ne? Und ähm, du weißt, wie das ist, nicht jeder ist der geborene Marketing-Experte von Geburt an. <laughs> ähm, also du musst ja heutzutage, wenn du DJ bist, musst du ja, also du musst erstmal ein bisschen musikalisch sein, du musst auflegen können, du musst ein Gefühl für Musik haben, also welche Songs sich raus kann So, dann baust du vielleicht noch ein paar Mashups oder so, das musst du auch können. Dann musst du aber auch ähm, Photoshop beherrschen und so, ne? Also dieses Instagram-Game mitspielen, da musst du Marketing ein bisschen können und, und pipapo, ne? Ja, wobei das tatsächlich, glaube ich, ähm, für, für diese Festival-DJs tatsächlich noch wichtiger ist, weil, äh, wie ich das jetzt so mitbekommen habe, von mehreren Event-DJs, ähm, die, die müssen das nicht so krass. Also, wenn die, wenn die sich einmal so als Hochzeits- oder Event-DJ etabliert haben. Da sind wir so, okay, ja nicht. Achso, okay, du hast jetzt nur. Äh, Booking und Club-DJ. Ja. Obwohl der Club-DJ muss es auch nicht, oder? Nee, der muss, der geht einmal im Jahr geht er zum Fotoshooting und dann hat er Pressefotos für das aktuelle Jahr. Ja, okay. Und damit kann er der Club arbeiten und so, das aber, aber guck nicht. mal, dann hast du doch gerade gesagt, der, der, der ähm, Festival-DJ, der muss jetzt mhm. auch noch, aber ich, ich, Der muss auch noch den Fotografen bezahlen, der mitkommt. Ja, und so, aber, aber ich, ich glaube, und da sind wir wieder bei dem Punkt, ähm, du sagst jetzt, der muss das, der muss das, der muss das. Ich glaube, die machen das. Also ganz viele machen das zwar, aber das bringt gar nichts. Also, ja, ja, das, das ist ein ganz anderes Thema. Ja, aber also, das, dann deswegen stimmt aber für mich der Satz auch nicht, man muss das machen. Weil das, das stimmt ja nicht. Ich glaube, die, ähm, die versuchen, also ganz viele, ich hoffe, ich trete jetzt ganz vielen ja. auf den Schlips, ähm, faken dieses, dieses Game, also spielen dieses Fake-Game mit. So, und machen da gar kein Geld. Und, und ähm, versuchen da irgendwas darzustellen, was nicht stimmt. Und das finde ich so merkwürdig, weil. Ich finde es gar nicht schlimm, wenn du sagen würdest, äh, wisst ihr was? Ich lege für lau auf oder ich buttere voll rein, weil das ist voll, was ich liebe. Ich persönlich fände das gar nicht schlimm. Aber vielleicht ist das einfach echt, vielleicht darf man das nicht sagen. <laughs> Dann ist man direkt ähm, ein Verlierer oder so. Und keiner will einen Verlierer-DJ sehen. <laughs> ja, also, es, nee, ich bin, aber ich, ich bin ja, wir sind ja, wir haben das Thema angefangen, Real DJs. Ja. Ne? Need a second job. Also, wir sind ja schon davon ausgegangen, von Leuten, die auch Geld verdienen. Ähm, okay, aber dann, dann will ich sagen, ist ein Festival-DJ überhaupt ein Real-DJ? Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Hm... Okay. Also ich bin ja, ja, also muss man ja mal gucken. Ne? Also äh, natürlich gibt es auch bei den äh, Festival-DJs, die am Wochenende irgendwo in Deutschland Festival, die, die arbeiten dann auch irgendwie oder haben zumindest auch einen halben Job oder so, ne? Irgendwie ja. von Montags bis Mittwochs oder so. Ähm, hatte ich das nicht letzte Woche auch hier? Se selbst so Ballermann ähm, Stars, also die am ähm, Ballermann wirklich Stars sind. Ja, müssen nebenbei dann, noch als Zahnarzt arbeiten. Müssen nebenbei armen. noch als Zahnarzt arbeiten. War ähm, so traurig äh, ist die Welt. Man kann nicht mal mehr nur Ballermann-Heini sein. Man muss auch noch Zahnarzt sein. <laughs> genau. Also, ähm, das wird ja auch alles nicht. Also, du hast auch ein Zeitfenster, ne? Ähm, das darfst du ja auch nicht vergessen. Gerade so als Festival-DJ, ähm, du fängst ja irgendwie, wenn du irgendwann nachher 40 bist oder so, dann wird es auch echt schon schwer, dann will ich da oben auch kaum noch jemand sehen. Ne? Dann darfst du nur noch David Getter heißen und musst sechs Tage die Woche mit deinem Personal Trainer dafür sorgen, dass du auf jeden Fall optisch noch mit der Jugend mithalten kannst, <laughs> sonst will dich keiner sehen. Ja, ja also es, ähm, es gibt natürlich Ausnahmen, selbstverständlich. Also ich habe heute noch gelesen, der Timmy Trumpet, glaube ich, der ist auch erst 37 und der zündet ja jetzt auch erst, oder Don Diablo ist, glaube ich, auch schon 37 ja, oder so, ne? ja. Aber in der Regel ist es ja so, du musst schon irgendwie relativ früh anfangen, also so Mitte 20 musst du schon richtig gut am Start sein, damit du dann, wenn du wirklich nach ganz oben willst, ne? also wenn du in die Top 100-Liste der DJs da willst, ja. dann musst du ja schon Mitte 20, dann also musst du es auch irgendwie mit 30 geschafft haben, schon fast, ne? oder so, irgendwie so Anfang 30 oder so, ne? ich glaube, äh, <laughs> wir sollten vielleicht so langsam unsere Träume auf der Tomorrowland Mainstage <laughs> auflegen zu wollen, an den Nagel hängen. Ja, man, also worauf ich hinaus will, wir sind immer noch nicht bei der Antwort von, äh, vom DJ City da. Ähm, aber äh, ähm, ach, jetzt habe ich den Faden verloren, aber das, man, man kann, also das ist, ich weiß, das klingt ein bisschen brutal jetzt, ne, weil ja. wir haben, wir sehen den ganzen Tag immer diese Instagram-Welt und alles ist rosarot und ähm, der DJ liegt halt auf einer Stage auf, vor ihm stehen 2000 Leute, äh, schwenken seine Fahnen und alles ist toll. Ne? Mhm. Aber man kann das natürlich wirklich auch mal vom betriebswirtschaftlichen Standpunkt betrachten und das macht eigentlich keinen Spaß, aber dann kann man sich natürlich fragen, ey, schafft man das, nur damit zu überleben und wenn ja, wie gut geht es einem dann so? Ne? Also mhm. lebst du dann irgendwie, würdest du als, wenn du an der Tankstelle arbeitest, würdest du vielleicht sogar mehr verdienen. Ja. Und wärst und glücklicher. <laughs> ja. Also können nochmal, ich möchte mal einen Kommentar noch vorlesen und zwar hat der, der Mark Bale, schöne Grüße, ähm, hat einen Kommentar drunter geschrieben unter das Posting von Instagram und ähm, er schrieb als Antwort sozusagen: äh, naja, naja, kein Herz, keine Leidenschaft ähm, für die Musikauswahl, fürs Mixing ähm, und für Mixing Skills. Aufbau und Durchsetzung von eigenem Stil, Entwicklung von eigenem Geschmack. Am liebsten in irgendeinem Forum irgendwelche Trackpacks gratis laden und dann ab in den Club für Umme natürlich. So werden dann solche Leute zu Mitbewerbern und schon hast du Probleme als Profi. Weil der Chef des Clubs meint, den Spezi dann zweimal im Laden spielen zu lassen. An den Termin, wo du eigentlich dran warst. So kann dann weder der Spezi noch der Profi davon leben und muss noch Handreiniger bei Douglas verkaufen oder ähnliches. Also, was Marc damit sagen will, günstige Konkurrenz sozusagen, für die Clubs auf jeden Fall. Ja, aber da muss man ihm halt leider entgegensetzen, wenn die günstige Konkurrenz dem. Fußvolk da draußen ausreicht, was ja anscheinend so ist, sonst würde das nicht eine Woche halten, dass man mal so einen bucht, ne? Dann äh, ist vielleicht der Job einfach insgesamt im Eimer. Also, ja. Ne, ja, was, ja. was willst du denn dann argumentieren? <laughs> so, ja, aber das gibt noch ein viel geiler, ja, und interessiert aber keinen. Also, da sind wir natürlich gerade wieder mit betriebswirtschaftlichen, ja. wenn der günstiger das hinkriegt auch, dann ist äh, hat er gewonnen, ne? Dann hat sich der Markt so durchgesetzt. Ähm, aber meine Erfahrung ist eigentlich, ähm, es gab mal eine Zeit, wo die Diskothekenbesitzer das probiert haben. Also da haben sie wirklich die 100-Euro-DJs dahingestellt, also wirklich Newcomer. Und das hat überhaupt nicht funktioniert. Ähm, die <laughs> Läden haben dann eher abgebaut. <laughs> Und dann hat sich eigentlich so, vom Gefühl her würde ich sagen, hat sich das eingebürgert, dass wirklich erfahrene Hasen äh, an den Deck stehen. Und ähm, die sind dann auch, meinetwegen, alle schon doppelt so alt wie das Publikum. Und das ist keine Kunst. Ne? Das Publikum ist halt 16 bis. 24 oder so, ja. und dann ähm, stehen da oben halt Jungs, die sind schon tagelder, aber die bringen halt die Erfahrung mit und die wissen, wie man auch morgens um 4 Uhr noch den Laden äh, am Laufen erhält, ohne dass die Stimmung in sich implodiert sozusagen, mhm. weißt du? Also äh, ab, ab halb drei fangen die Leute an zu gehen oder ab drei und dann wird es natürlich leerer und dann ist aber die Kunst trotzdem noch, die Partystimmung bis zum Ende aufrechtzuerhalten. So, ne? ja. ähm, wenn, wenn, die, wenn der ganze Laden brechend voll ist und so, dass keiner vom Floor runtergehen kann, das kann... Kann jeder auflegen, ne? Aber das ist ja nicht die Kunst. Die Kunst ist ja. Ähm ist so ein bisschen, also eigentlich kann man ja sagen, der Festival-DJ hat es viel leichter. Der Festival-DJ hat definitiv leichter. Weil die Leute, die da hingekommen sind, die gehen ja nicht, wenn der Kacke ist. So. Ja, kann ich dir auch aus eigener Erfahrung sagen, ich habe Resident-DJ gemacht ohne Ende und auch ähm, diese Booking-DJ-Sachen, also wirklich Stunde-Set, ne? Irgendwo, das ist Pille-Palle dagegen. Mhm. Ja. Ähm, ja. Ja, hat sich nicht Post durchgesetzt, also du sagst dann zuletzt, dieses Billig-Konzept hat dann eher nicht geklappt. Genau, deswegen weiß ich nicht genau, ob die, ob das so um 100% zutrifft, also die Antwort von dem Markt. Warum, also deswegen, ob gerade Profi-DJs genau deswegen noch einen zweiten Job brauchen, schwierig. Also das ist sowieso, also wenn man sich das mal so überlegt, ähm, so die Clubs, ne? also wenn die Großraumdiskotheken da wird richtig Kohle umgesetzt teilweise. Ne? Also wenn die, die, wenn die gut noch? laufen. Die Läden. Das? Ja, ja, wenn die hm. Läden ähm, äh, groß sind und es gibt ja immer noch ein paar Läden, die sind groß und laufen gut, ähm, da wird auch heute noch das Geld mit der Schubkarre rausgefahren, so mhm. zweimal die Nacht. Und ähm, der DJ wird trotzdem immer ja. <laughs> In der Nacht zweimal die Nacht. Achso, zwei, zweimal die Nacht. Ist voll und dann wird die noch okay, mal rausgefahren? Okay, okay, ich hab jetzt verstanden, ja, alles klar. <lacht> 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 Ja, und ähm, der DJ kriegt im Verhältnis zum Umsatz relativ wenig Geld. Ne? und ähm, Der wäre eigentlich mal Zeit, äh, DJ-Bezahlung verändern. <laughs> Umsatzbeteiligung. Ja. ja, man kann sich natürlich auch fragen, okay, wenn du halt nur zwei Tage die Woche arbeitest, dann ist es natürlich auch klar, dass du halt weniger verdienst, ne? Ja. Als andere Menschen, ne? Ja, ähm, ja schwierig. Ja, also ich glaube, das hat auch viel mit den Öffnungstagen zu tun. Also ähm, Großraumdiskotheken, die früher drei Öffnungstage hatten. Und wenn da dreimal der gleiche DJ stand, dann hat er natürlich deutlich mehr verdient, als wenn er heute nur noch einen Samstagabend hat. Ja. Oder irgendwie alle zwei Wochen nochmal einen Freitag dazu. Was ist eigentlich dieses DJ City? Ist ein DJ Pool. Ah, okay. Also da kann, ja. können DJs drin sein und dann kriegen die Tracks. Genau. Ich bin da zum Beispiel auch angemeldet. Da kannst du dich kostenpflichtig anmelden. Und dann können die Plattenfirmen ihre Songs da hinschicken und die werden dann da Verstehe. zur Verfügung gestellt, ja. Genau, und dann. Ähm, ich höre das jetzt, also, also du bist ja, ja so krass im Game drin und ich höre das jetzt irgendwie so seit seit pff, keine Ahnung wie lange reden wir schon darüber, fast jetzt schon eineinhalb Jahren, seitdem es die Klangküche gibt. Immer weiter Clubsterben, Clubsterben, DJ schwerer, schwerer, schwerer und so. Also ähm, so ein Trend. Entweder stagniert der irgendwann oder das Ganze geht gegen Null, dann gibt's keine DJs mehr. Oder es geht wieder bergauf. So, wo befinden wir ja. uns denn gerade deiner Meinung nach? Ich glaube, es geht noch bergab. Also, wir sind auch nicht in ein Tal so lange gekommen. Okay. Ja. Also, viel Konkurrenz. Ähm, ich bin jetzt auch. Da müsste man mal so Leute vom BDI oder wie, wie, die, wie heißt die Diskothekenverband noch? Ja, keine Ahnung. Mhm. Äh, die müsste man mal fragen für die genaue Ursachenforschung. Aber, ähm, weiß nicht, so mit dem Tomorrowland 2011, 2012 ist ja ein riesen Festival-Hype ausgebrochen. Ne? Ja. Und die Festivals, also jedes kleine Dorf in Deutschland hat mittlerweile ein Festival. Zumindest ein Tagesfestival. Das ist natürlich auch alles Konkurrenz für die Clubs, ne? Und, ähm, Ich finde da... ist halt auch geil, ne? Du gehst auf ein Festival, kannst schon mittags los, kannst, äh, ja, ist noch hell, hast voll viel Power, bist nicht müde, kannst bis abends, kommst nach Hause, ist 10 Uhr, kannst ins Bett, nächster Tag ist voll gut. <laughs> ja, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt das Hauptmotiv ist, aber so. Open Air, das Feeling mit deinen Freunden dann da in der Sonne und so, ne? Ja. Und laute Musik, Open Air, das ist schon was ganz anderes, ne? Ähm, <laughs> Clubs. Club ist auch so ein 90er Ding irgendwie, ne? Also die, ja, ga die ganzen Diskotheken sie wurden ja alle so äh, in den 90ern aus dem Boden gestampft und äh, an dem Konzept hat sich ja bis heute nichts geändert, ne? Und wir haben jetzt bald 2020, das heißt irgendwie so ein 30 Jahre altes Konzept ohne große Innovation und Weiterentwicklung, das lutscht sich auch ein bisschen aus, ne? Ja, ja klar. Und ähm, so ein zweites, zweiter Grund, dritter Grund: ähm, Früher bist du halt in die Diskothek gefahren, um ähm, Frauen und Männer kennenzulernen. Also, ich rede jetzt so vor Ende der 90er, bevor es das Internet irgendwie gab, oder ja. Social Media kam ja noch später. Ähm, da bist du wirklich losgefahren, um Leute kennenzulernen. Das brauchst du heute auch nicht mehr machen. Ja. Ähm, Hashtag Tinder und so weiter, ne? Und. Ähm so, dritter Grund. Ich glaube, die Liste könnte man echt lange weiterführen. Ja, wir wir ähm, hatten das ja tatsächlich in der Kleinküche ja. genauso auch schon gesagt. Ne? Also, genau, die, ja. die Kids, die brauchen heute auch ihr Geld für, für Computerspiele, für das Playstation, das brauchtest du früher nicht. Da konntest du alles mhm. am Wochenende wegsaufen, das geht heute nicht mehr. Und ja, so weiter Die und virtuelle und so fort, Welt ne? ist halt aber auch äh, attraktiv geworden. Ne? Also, ähm, ja, auf jeden Fall. Ich habe das ja selber schon gemerkt. Ich war vor ein paar Wochen wieder in Hamburg, habe meinen Geschäftspartner von Futorial besucht und was haben wir gemacht Samstagabend? Wir haben vom Fernseher gegangen und haben uns PUBG äh, Tournaments, also Livestream der PUBG Nations League angeguckt genau oder Wir sitzen also, dann da und gucken anderen Leuten da beim Zocken zu. Es ist wie ein Sportevent, ne? Ja, ja, oder ähm, äh, Hashtag Net Netflix, ne? Also, ja, ja. heute machen, machen Netflix-Abende. Ja. Ähm, fangen abends um 8 Uhr an und haben morgens um 4 Uhr die Serie durch. Ne? Das, ja, genau. gehen halt nicht in Clubs, oder? Ja, Binge-Watching ähm, und so, ja. Ja, das sind alles, das sind alles Gründe, warum die Clubs ähm, abgebaut haben. Und das sind natürlich dann auch indirekt Gründe, ähm, warum DJs halt nicht mehr so gefragt sind. Ne? Ja und Wenigen weißt ich äh, machen wir mal so einen kleinen Blick in die Zukunft. Glaubst ja. du, dass ähm, das Thema komplett automatisierte <laughs> DJ-Systeme sich durch, also auch passieren werden? Nee, das glaube ich nicht. Glaubst das du nicht? Klub, nee, glaube ich nicht. Das wird sich nicht durchsetzen. Die das wird sich nicht durchsetzen. Nee, du brauchst immer noch, also zu äh, ein guter Resident DJ ist auch immer ein Vollprofi am Mikro. Und ähm, der weiß genau, zu welchem Zeitpunkt er die Menge einheizen muss, der Menge einheizen muss, äh, Hände nach oben mitspringen und alles so die zicke Zicke-Zacke und so, ne? Weil wir schaffen es bald, Autos selbst fahren zu lassen, aber das kriegt <laughs> das kriegt man nicht hin. Das ist Animation, also ähm, ich glaube nicht, dass das, das, das so ein Roboter im, im Urlaubsklub wird auch nicht den Animateur da ersetzen. Die wollen immer noch einen echten Menschen da stehen sehen Okay, dann schon. warte, dann habe ich was anderes in die Runde. <laughs> ähm, ja. Wie wär's mit Events, wo du quasi riesigen Bildschirm ja, und der Live-DJ wird aber nur ähm, der ist nur zugeschaltet? Ja, das könnte, das könnte sowas könnte sein. Und dann kannst Bin du ich nämlich, dann kannst du nämlich sagen, ähm, dann nimmst du nämlich die, dann dann sind wir wieder bei dem Punkt, dann verdienen die die eh schon viel verdienen noch mehr, weil dann dann sagt, zum Beispiel dann Marshmallow hier, ganz beliebt bei Kindern, ähm, Marshmallow DJ oder macht macht so ein ähm, worldwide Set, weißt du, dann ist der in den größten Clubs der Welt gleichzeitig auf dem Stree äh, auf dem Bildschirm. Und dann können in, weiß ich nicht, 500 Clubs der Welt gleichzeitig alle das Marshmallow Set und ja, der steht die einfach dann vorm Greenscreen und Ne? aber die kommen da nicht, also das funktioniert nicht wenn auf einem ah. Screen funktioniert das nicht ähm, also die Leute gehen ins Bootshaus, weil die ähm, da Timmy Trumpet, Hardwill, Danik und äh, weil der da Dad physisch Mouse, steht ja. weil der physisch ah, okay, da steht ja, ja. und du kannst dem so nah sein wie sonst nicht ja, wenn, wenn, der virtuell ist, wenn der virtuell ist, ja. dann bist du auch selber virtuell, also dann gehst du nur quasi an deinen PC dann würdest du vielleicht das Marshmallow-Set ja online angucken, das kannst du ja jetzt auch schon machen ne? also du kannst ja, genau. ja jetzt schon, bei Fortnite hat ist er ja jetzt. da aufgelegt Genau, Also ja. oder du guckst ja einfach seine Sets von irgendwelchen Festivals an. Das ja, ist ja. genau dasselbe. Das ist, eigentlich ist das die maximale Distanz, die du da haben kannst. Also viel mhm. weiter weg kann ja gar nicht sein. Auf einer 2D-Scheibe, äh, auf einer Bildschirmscheibe in 2D das und überhaupt nicht physisch nahbar. Das ist ja maximale Entfernung. Boah, dann müsste ich den ja eigentlich so am liebsten haben, Marshmallow. Wenn der mir am maximal entferntesten ist. Ja, dann möchtest du dein Lieblings-DJ <laughs> möchtest du so. Ist am ja liebsten. Ähm, genau. <laughs> Gut, warte, ich muss kurz abhaken. Marshmallow-Diss ah, in der Folge untergebracht. So, ja. weiter. Ey, wir, haben, wir haben jetzt schon gleich eine Stunde rum, wir haben noch gar nicht alles besprochen. Ich wollte noch also eben sagen, ähm, die, äh, die Hochzeit-DJs und die Event-DJs, also die Mo mobilen DJs, die haben wir noch gar nicht reingemacht in die Rechnung. Ähm, da kann ich dir aber sagen, äh, da funktioniert das deutlich leichter, ähm, davon zu leben. Ja, glaube ich auch. Weil da bist du nämlich so, da kannst du ganz schnell eben die Rechnung, wir haben von Club DJ 600 Euro haben wir aufgemacht, ne? Hochzeits-DJ, wenn du dann im Schnitt so 750 Euro rechnest, für eine Hochzeit. Also ich habe ja, hab ja, ich sage ich sag seinen Namen diesmal nicht nochmal, aber ich habe ja einen Bekannten. Ja. <laughs> und äh, er sagte mir tatsächlich, äh, er hat, weil er reinkommen wollte, hat er mit, glaube ich, 500 Euro pro Ding angefangen. Musste aber relativ schnell auf 7 800 Euro und jetzt über 1000 Euro gehen, weil einfach die Anfragen immer mehr wurden. Ne? Und, genau. Und also äh, jetzt easy peasy, immer Hochzeiten, ähm, locker so quasi um die 1000 Euro ist kein Problem. Genau, also Mittelwerte hatte ich 750 Euro ja. angesetzt. Kannst du halt nach oben, ähm, geht das mir natürlich mehr. Ähm ja, aber was ich worauf hinaus will ist, äh, wir haben es eben gesagt, bist du ein, ein Veranstalter mal so weit hast, dass, der, dass, dass du mit dem sagst, so, ey, 1000 Euro, ne? Das kannst du dir mal als, als Festival-DJ oder als ähm, Resident-DJ mal wirklich überlegen, bis du so eine Summe dann nennen kannst. Ne? Und bei Events bist du ganz schnell dort. Ja, das, ist, ist, das wäre noch viel interessanter, wenn du, also Firmen-Events noch besser bezahlt. Ähm, also wenn eine große Firma, ihr 50-jähriges Jubiläum feiert oder so, äh, da kannst du noch mal eine ganz andere Gage aufrufen. Die buchen dich auch gar nicht, wenn du zu günstig bist. Ne? Ja. Das ist dann auch, dann ist das schnell auch ein Zeichen von Qualität. Also der teure DJ ist ja. dann auch ähm, ich, der gute DJ. Ich, ich habe eine ganz interessante Geschichte und zwar, <laughs> ich mache ähm, mach ja Video- und Fotoaufträge auch und für eine Firma habe ich jetzt gerade wieder die Firmenporträts äh, fotografiert. Und eine Mitarbeiterin dort, Mitarbeiterin, arbeitet auch. Also die ist, die ist dort angestellt, aber die aber hat auch jahrelang als DJ gearbeitet. Und die macht auch nur so Events. Und äh, zuletzt irgendwie war die dann bei der... VIP-Party am Nürburgring von Ferrari. Also, Ferrari selbst hat ein Event am Nürburgring gehabt. Also, nur intern. Nur, nur Ferrari ist jetzt keine öffentliche Party. Und dort hat sie dann aufgelegt. Und ähm, ich sag mal keine Zahlen, aber ihr könnt euch vorstellen, da geht ein bisschen was über den Tisch. <laughs> ja, ja, genau. Also, ähm, und dann im Sommer, also ne, wie die Festivalsaison, vielleicht sogar noch ein paar Monate mehr. Also, Mai wird auch schon geheiratet und im mhm. April <laughs> bis in Oktober. Ähm, da kannst du dann auch wenn du äh, guter bist, machst du Freitags und Samstags ne ja ähm, und dann kommt dann kannst du da, davon kannst du dann auch leben ähm, wie gesagt wir, wir haben jetzt auch immer nur man muss das auch mal gucken wie ist deine Lebenssituation ne? wenn du ähm, alleine wohnst oder wenn du eine Familie hast das ist ein Riesenunterschied da kann sich deine Fixkosten verdoppeln sich dann plötzlich ja ne? also vielleicht vielleicht müssen wir es auch noch mal so sagen ich habe jetzt eben so ein bisschen vielleicht den einen oder anderen Jungen-Festival-DJ vor den Kopf gestoßen, der vielleicht selber jetzt sagt: Hey, wieso? Ich bin Student. Äh, ich habe monatliche Kosten von, weiß ich nicht, 400 Euro. Ja. Äh, ich bin Festival-DJ und kann sowas von locker davon leben. Das kann, stimmt natürlich. Ne? Also war, war bei mir auch so. Ähm, als ich ja. angefangen habe, äh, ich war da eigentlich als Resident DJ war ich auch noch Student. Äh, damals war das viel Geld für einen Studenten. Also äh, ja, ja. du hast dann da in einer Nacht oder in anderthalb Nächten das verdient was deine Kommilitonen mussten dafür einen Monat nachts an der Tankstelle arbeiten. Ja, also, ne? ja. Und das hast du dann da. Äh, da kommst du, klar, deswegen, wir müssen natürlich immer aus welchem Blick aus welcher Richtung betrachtet man das, ne? Deswegen genau. beschweren sich ja auch in der Regel dann eben die, die älteren DJs, die das lange gemacht haben, deren Lebenskosten aber mit der Zeit immer weiter gestiegen sind. Ja. Und von, von unten kommen sozusagen die Jüngeren nach, die aber sagen, hey, 200 Euro für einen Gig, Alter, wie geil ist das denn? Wo kriege ich denn so easy 200 Euro her? Ne? Ja, und also die totalen da Welten aneinander. Ich glaube, da, das dann, also ähm, das ist ein Riesenproblem, was du da gerade ansprichst. Also, es kommt von unten ja ein junger Nachwuchs nach, ne? Und du bist dann nachher irgendwann der Alte in, in diesem Zeitfenster. Und, um und dein Gehalt müsste sich eigentlich halt müsste es mehr werden. Es müsste immer mehr werden, aber wird es dann irgendwann als die genau, nicht nicht, mehr? Genau, es wird nicht mehr und von unten kommen die Jünger nach. Das ist halt ein riesen, du hast Druck von oben, also diesen zeitlichen Druck. Mhm. Also entweder, ich sag mal so, als Grenze jetzt, ne? Keine Ahnung, 40 Jahre. Entweder hast du bis dahin den next big step geschafft ja, oder. Kacke, halt so, ne? Ja, also genau. mit Next Big Step meine ich wirklich, ähm, du hast ein paar Hits am Start, also, so, so wie My Candies zum Beispiel, sag ich jetzt mal als Beispiel. Ein paar Hits am Start gehabt und äh, du wirst halt immer gebucht, international und das funktioniert alles, ne? Aber wenn du irgendwo die kleine Lampe bist, so, die irgendwie zwei, drei Mini-Releases hast, äh, mit A2000-Streams oder so, dann wird es dann irgendwann scheiße, so, ne? Also ganz hart gesagt. Als, als, äh, als Festival-DJ. <laughs> genau. Ja ja. ja, ja, also, ne? Ja, ja, als Problem. Festival DJ muss irgendwann <laughs> spätestens auch als Resident DJ meine ich auch. Also ja, ähm, der muss ja keine Hits. Bei dem wird, bei dem ist eigentlich ein natürliches Ende doch dann schon vorprogrammiert, ja, oder? Ja genau, ja ja ja. ja. Ich meine jetzt, ähm, äh, da meine ich nicht Hits, sondern da meine ich das Alter auch so, ne? weil du verli verlierst auch irgendwann den, den Anschluss Du musst halt, ja, du musst dich halt anstrengen, muss ich ja, muss ich ja jetzt auch schon. Mhm. In meinem Alter, also ich bin jetzt 38. Ähm, ähm, du musst dich halt anstrengen, den Zugang zu den Kindern nicht zu verlieren. Ne? Also, das ist halt auch Arbeit, ne? Ja, ja. Ähm, du, 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 du musst dir diesen Deutschrap, hörst du dir an und du kannst dann zwar die ganze Zeit sagen, oh, ist das ein Kacke oder ist das ein Mist, aber gleichzeitig musst du immer noch probieren, was sind da eigentlich die guten Tracks, die spielbar sind? Was sind die nicht guten? Was könnte denen gefallen? Was könnte denen nicht gefallen? Und so weiter und so fort. Ne? Ja, da ja das, das gehört halt dazu. Du, du wirst keiner fragen, wenn du sagst die ganze Zeit so, oh, Kinder, da ist nichts. Papa zeigt euch jetzt mal, was richtige Mucke ist. Und genau. Und dann spielst du da irgendwie eine coole Hausnummer, ja. die vor zehn Jahren, aber die gucken nicht alle doof an so. Ne? Ja. Ja. Aber lustigerweise muss man ja sagen, dass, dass dieses ähm, diese, diese Planlosigkeit, haben wir ja auch schon darüber gesprochen, wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht tausendmal wiederholen, dass diese Planlosigkeit <laughs> in der Musik sich natürlich aktuell ein allgemeines Problem ist und deswegen auch die 90er-2000er-Partys so gut gehen und witzigerweise auch bei den jüngeren Leuten. Ne? Ja. ist auch. auch wieder lustig ja. zu sehen, dass das ähm, nicht nur ein, äh, sage ich mal, das ist nicht nur so eine so eine ähm, wir sind alt und verstehen es nicht mehr, sondern das ist tatsächlich glaube ich eine, eine allgemeine Entwicklung, dass diese Diversität in der aktuellen musik dass, dass das nicht mehr so nicht mehr so ganz so mitreißend ist also ja ja ähm, da kann ich ja noch ich wollte das ja es ganz am Anfang erwähnt äh, persönlich für mich ich wollte ja auch jetzt ein bisschen kürzer treten in Zukunft also was, so das, mein, äh, ja. was das was das Resident-DJing anbelangt? Ja, allgemein das Auflegen, okay. was das äh, betrifft. Also ich merke das jetzt schon äh, hart, ähm, wenn ich Samstags nachts auflegen muss, äh, ich bin eigentlich den ganzen Sonntag dann im Eimer. Ähm, einfach, weil ich die ganze Woche arbeite, ich, ich arbeite viel in der Woche ähm, und dann machst du auf einmal diesen Switch ne? in die Nachtschicht rein sozusagen ne? und das mit 20 oder so konnt ich, konntest du das wechseln, wie du willst, oder konntest du auch freitags und samstags saufen, du warst am Sonntag fit, ne? Ich habe nie ähm. gesoffen und ich konnte auch noch und ich konnte es trotzdem <laughs> nicht. Also ich habe nie gesoffen und ich war immer, immer im Arsch. Immer, sobald, äh, klau mir in der <laughs> Nacht zwei Stunden Schlaf und du kannst mich drei Tage wegschmeißen. Ja, genau. Das also bei mir, das auch, das, bei mir war das, hat das tatsächlich auch nie was mit dem Alter zu tun gehabt. Ne? Also mit, mit 16, einmal irgendwie in der Nacht durchmachen, ich war eine Woche, war ich im Eimer. Mein Körper ja. ist, ich bin alt auf die Jet Welt gekommen, keine Ahnung. Jet Jetlag, genau. Und ähm, das, wird, das wird nicht leichter so, das wird immer ja. schwieriger. Und ähm, weißt du, ich stehe dann da oben und ich bin ja auch schon mehr als doppelt so alt dann teilweise als die Kinder da unten. Ja. Und dann stellst du dir irgendwie die Frage, so muss das mal sein? <laughs> Aber ich habe ja jetzt auch in letzter Zeit auch... <laughs> warte, warte. warte. Ich stell mir gerade so vor, du stehst da so, die übelste assi Deutschrap-Nummer, die Kids schreien und... Ja. Und der Sebi steht da einfach nur ruhig und innerlich tot. Ja, also, ähm, er fühlt ich bin nichts. Ganz, nee, web Ne, dieses gedöns bin ich auch ganz ehrlich, das trägt auch mit dazu bei. Ich, ich habe echt vor, weiß nicht, das ging ja vor drei Jahren los ungefähr. Ja, 2016 so. Ähm, Riesenhype schon. Habe ich gedacht, das wird nur so ein. Trend, ne? so ein kurzer Trend, ja. das kommt und geht wieder. Aber das ist ja bis heute anhaltend und es sieht auch nicht so aus, als wenn es so schnell weggeht. Ne? Also dann ist vielleicht das Kapital Bra jetzt weg oder so, so halbwegs, aber dann kommt Apache ja. 107 oder wie heißen <laughs> nach und es kommen immer welche nach. Ne? Und ja. es gibt immer einen Mero, der dann nachkommt. <laughs> es gibt immer einen Mero, der nachkommt. <laughs> ja. also was ich damit sagen will. Ähm, Ihr sollt mir die ist, Folge hier nennen, äh, wie Deutschrap mein, mein, mich von innen. <laughs> Auffrisst. Auffrisst. Zerstört. Zerstört. Nee, ähm, Ja, also es, es macht dann halt. Ähm, es ist halt, wird halt anstrengender so, also, ne? Also auch aus musikalischer Sicht ist auch ein Punkt. Und. Ähm, klar, Auflegen ist halt ein ähm, nettes Hobby. Gut bezahltes nettes Hobby nebenbei so. Ja. Aber irgendwann kommst du vielleicht auch in einen Punkt in deinem Leben, wo du dann auf das Geld äh, verzichten kannst. Also wo du sagst, das brauche ich jetzt nicht. Mir geht es trotzdem sehr gut. Und. Ähm, dann kann man auch vielleicht mal ein bisschen zurücktreten. Ja, verstehe. Ja, und, und wir haben ja, wir haben ja jetzt äh, mehr als eine Stunde dafür aufgebracht, rauszufinden, dass es auch einfach sauschwer schwer ist, die, äh, mit DJing sozusagen den, den Next Step finanziell auch zu machen. Weil als, als Festival, <laughs> Booking DJ, muss der Erfolg erstmal kommen, sonst zahlt dir keiner mehr, egal wie gut du bist. Ja. Als Resident DJ ist es total limitiert. Also, ja. ne, du, da gibt's quasi fast den Next Step nicht. Nee, gibt's eigentlich nicht. Ähm, und dann ist halt die Frage, ob du dich komplett auf Events und Hochzeiten halt orient, orientieren willst, ne? Genau, also da, da kannst du auch ein bisschen Geld verdienen. Ähm, ja. Aber, ma, also man muss dann auch mal realistisch sein. Diese, ähm, wir haben ja auch hier, ich mache ja mit dem Alexam äh, dann in Grey. Ähm, irgendwie hat jetzt diese Woche ein Song von uns wieder eine Million Streams gemacht. Also die Marke überschritten, ne? Und das haben wir schon ein paar Songs und wir haben auch ein Konto veröffentlicht und bei Replay und Und lass mich Family raten, im Postfach äh, es wird gesprengt mit Booking-Anfragen, stimmt Ja, eben, genau. <lacht> ja. <lacht> nee, ähm, genau das ist nicht der Fall. Und ähm, ich kenne ähm, Acts äh, hier so aus unserer Szene, die sind deutlich größer noch als wir und da sieht das genauso aus. Ja. Ne? Also da, da kommt auch das, das, das ist alles nur Hobby. ja? ja, ja. Also, ähm, und da kann mir jemand erzählen, was er will, äh, er macht hier Pipapo und alles, aber am Ende will ich dann wirklich mal einmal deine Einkommensteuererklärung sehen, wie viel hast du eigentlich verdient im Jahr und ob das ist so, ob das wirklich Sinn macht alles, ne? Ja. Und ähm, ähm, genau, also und in, zu meiner Situation, ich arbeite ähm, jetzt seit Jahren sieben Tage die Woche <laughs> ähm, und wenn du dann irgendwann mal finanziell in der Lage bist, sagen kannst, okay, ich mache das jetzt mal ein bisschen weniger, also das auflegen, mhm. das tut mir nicht weh. Dann habe ich halt mal einen Tag, dann ist der Sonntag frei, weißt du? Also dann kannst du sonntags mit der Family was machen. Hat auch was Schönes, oder? Ja, das hat was Schönes. Und deswegen, ich habe jetzt erstmal am 31.12. letztes Booking eigentlich so, dann. Ähm habe ich irgendwie im April noch mal so ein Event, das habe ich ja schon vom Dreivierteljahr vom angenommen, aber das wollte ich erstmal zu kürzer treten. So. Gibt das ähm, ein Mark, Mark Van Damme Closing Party? Nee, du hast ja genau, also du hast ja vorhin gefragt, ob ich das ganz ja. einstellen will. Ähm, da würde ich erstmal verneinen, sagt niemals nie. Ähm, es kann ja auch sein, dass sich die finanziellen äh, Situationen, dass sich die ändert hier im Haushalt und dann, mhm. äh, dann mache ich wieder Bookings, sowas <laughs> muss er wieder losziehen. <laughs> Der 53 ja, Jahre alte DJ. <laughs> Hallo, Kinder! Also, DJ kannst du eigentlich lange machen. Ne? Mhm. Also, wenn du dann, ähm, gut, main, also main Floor in der Großraumdiskothek vielleicht nicht mehr ne, in dem Alter, ja. aber dann kannst du immer noch, es gibt dann immer noch die, die Schlager-Area oder du kannst immer noch so Silberhochzeiten machen und sowas. Also, auflegen kannst du halt lange. ne? Weil du ja, kannst immer für irgendwelche, du hast immer ein Publikum irgendwo, das in deinem Alter ist. Das findest du wohl irgendwie. <laughs> das klingt echt so alles so ein bisschen, boah. So ein abgehalfter. Erinnert mich an den Film, hast du den Wrestler gesehen? The Wrestling. Ja, ja, ja. Ne, das ist auch quasi so, er ist Wrestling, hat ihn total zerstört und äh, völlig im Arsch, aber dann am Ende finanziell angeschlagen, muss er wieder losziehen. So ist der alte DJ auch. Comeback. Ja. Das come Nee, also deswegen sage ich, also ganz, oder wenn jemand aus der Clique heiratet oder so, dann sage ich natürlich auch nicht nein, wenn die mich dann als DJ ah. haben wollen oder so. Ne? Ähm, das auf keinen Fall. Also, ich kann auch sein, dass wenn man da mal oder vielleicht mal ein Booking im Monat oder irgendwie sowas ne? aber ähm, prinzipiell mal ein bisschen kürzer treten, aber da, da, das ist ja jetzt völlig uninteressant was ich viel interessanter finde ist diese, <laughs> diese These dass das, ähm, das ist ja völlig uninteressant dass viel in diesem Business in dieser ähm, in dieser EDM Bubble also in dieser gerade in dieser deutschen EDM Bubble ja. dass da sehr viel mehr Schein ist als sein und äh, dass auch viel, also viel eigentlich nur, für viele ist das, für die meisten ist das eigentlich nur ein Hobby-Dings, ne? Ja. <laughs> ja, aber weißt du, was ich so geil finde, ist, ich, mich würde mal interessieren, bei wem dieses Fake It Till You Make It so auf Dauer dann eigentlich auch mal geklappt hat. Also das. Kann ich dir sagen, also Klaas hatten wir ja letztens ähm, zu Gast. Da bin ich ziemlich sicher, dass es das bei dem ganz gut ja, war. Ja, aber schon. hat der hat auch nicht, hat er es gefaked vorher? Nein, nein, überhaupt nicht. Das meinte die ich ja. Also ich hat, ja, jetzt, die hat das gar nicht nötig gehabt, da. Ja. Nee, nee, also ich meine wirklich, bei wem hat, so, das, ja. hat das funktioniert durch ähm, einen Teal und Orange gefärbten Insta-Kanal mit, yo, Leute, ich bin gerade hier, 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 hier. Wo hat das funktioniert? Das würde ich gerne mal wissen, man <laughs> weiß es halt nicht. Aber nee, weiß man nicht. Vielleicht ist es auch noch zu früh zum Bewerten, weil also mhm. das Instagram-Game ist ja auch noch relativ jung, so, ne? Also, ja, meinst du vielleicht in zehn Jahren haben dann manche sich da hochgefaked? Ja, kann ja, guck sein. mal in zehn Jahren auch mal drauf. Also, ähm, wenn wir vor ein, zwei Jahren den Startschuss hatten, ist es noch vielleicht zu früh, jetzt ein Fazit zu ziehen. Ne? Kann sein. Es ist ein, ah. ein Long-Term-Invest. Muss, also ich, da, ich, muss ich, da richtig lange Tier-in-Orange rein investieren. Ja, ich glaube, das ist wie im richtigen Leben. Ne? Also, bei manchen wird es funktionieren und bei manchen halt nicht. Ne? Das mhm. ist so, bei, bei ein paar wird es klappen wir nicht. Ähm, was ich dir aber auch sagen kann, ist, ey, wenn du. Wenn du so in so einem mittelständischen Unternehmen bist oder irgendwie sowas oder so, dich mit so einem Mittelständler unterhältst ne, und mm. dann ein bisschen auch mal über Kohle sprichst, die gucken dich dann an und die sagen, ey, Alter, das ist doch kein Business, was du dann machst. <laughs> da. ja. Du fließt hier bis hier jedes Wochenende aber das ist doch kein Business. Das ist, das ist hallo? Selbstzerstörung. Ja, du verdienst so. doch kein Geld. Ja, ich weiß. Genau, du, du betreibst so einen riesen Aufwand und kriegst ja. ein Taschengeld. <laughs> Und einfach nur so fassungslos, was du für einen Aufwand <laughs> ja. betreibst für nichts und wieder nichts. Ja, es ja. ist tatsächlich so. Also, also das ist halt Musikbusiness, ne? Ähm, ja. De deswegen ja. machen wir das ja auch nicht ja. beruflich. Ja. Ähm, Weil wir halt ja, relativ, also ich habe das immer immer, ne? klar, ich habe das ich, ja auch relativ schnell gemerkt. Habe ich so gemerkt, ey, da ist doch so nichts zu holen. Ja. Ähm, ich mag halt Musik machen, deswegen mache ich Mucke ne? Und habe so Bock ja. da auch so ein bisschen mit, mitzuspielen. Und äh, aber also, ich, ich mache einen Filmauftrag äh, und <laughs> da kann ich wahrscheinlich sechsmal für Auflegen gehen, ne? Ja, das Problem ist halt, ähm, da, da könnte Basti jetzt auch, das hat er, glaube ich, mal erzählt. Ähm, schöne Grüße übrigens. Ähm, wenn du in Deutschland selbstständig bist, dann musst du halt echt ordentlich verdienen. Also, meine Faustregel ist so: 5000 Euro musst du im Monat haben. Mhm. Ähm, wegen Krankenversicherung, wegen Steuern, wegen. Äh, ne? Alles Mögliche musst du ja selber bezahlen. Und. Ähm, das musst du erstmal hinkriegen, so viel zu verlieren. Ja, ja, da musst du ja. schon richtig rankarren. Ran da musst du schon ordentlich fleißig treten. Ja? Ja. Und ähm, als, also als DJ ist das schon, musst du schon ordentlich Gas geben. Ja, Ja, ja also vielleicht, vielleicht ist ja, was wir hier machen, mal so ein bisschen wieder mal den, den Finger in die Wunde ähm, auch mal ein bisschen offenlegen. Ist ja sowieso irgendwie mein, weiß nicht, solange ich denken kann, mache ich das. Dinge direkt und hart ansprechen, Leute ärgern. <laughs> Aber ähm, vielleicht können wir damit dann auch mal ein bisschen was wieder bewegen, weil dieses ganze Rumgefake, ich finde das nervt so. Also ich finde dann, dann ist mir tatsächlich der... Ähm, der arme Produzent, der tatsächlich arm ist, aber es einfach macht, weil er es liebt und an seinen Traum glaubt, ja, der ist mir viel sympathischer. Es, es, ich weiß nicht, ähm, Authentizität, ne? Ja. Authentizität, ja, Authentizität. Authentizität. Genau, Tität. Ja. <laughs> ähm, das ist doch, hat sich doch immer durchgesetzt, oder? Also wenn der Künstler authentisch ist, eigentlich äh, hat schon. Dachte, doch, dachte ich zumindest, ja. ja. Hat hat sich doch eigentlich immer bewährt, so. Und ja, ähm, ja. Mir, mir fällt aus irgendwie, weiß nicht, es schweift jetzt ab, aber irgendwie so Dieter Bohlen oder so, der hat er auch in seinem Buch damals geschrieben, er hat auch 2000 Songs produziert, alle gefloppt und ihm ging scheiße und er musste mhm. fast auf der Straße sitzen. Also die erzählen das ja auch alles, ne? Ja. Ob, ob, ob das nachher stimmt, also weiß ich nicht, aber ähm, direkt mit der Bling-Bling-Welt hat er auch nicht angefangen, weißt du, zu erzählen seine Story. Ja. Ja. Ich fand das witzig, Kapital äh, Bra war letztens bei Late Night Berlin, mhm. äh, hat so den Prank gesehen von Klaas, der hatte den irgendwie so eingeladen ähm, und hat dann so Wortschnipsel, die er gesagt hat im Interview, benutzt, um ein Lied daraus zu machen. Naja, ja. Und, und äh, auf jeden Fall kam er danach in die Sendung und ähm, dann wollte Klaas so ein bisschen darauf hinaus so und ganz Tag nur hier kiffen, hahaha, ha, ha, Pipapo und so. Und man hat so voll gemerkt, Kapital ähm, war, das, das hat ihn tatsächlich so ein bisschen ge getriggert, geärgert, ja. dass er das so gesagt hat. Und dann meinte er so, nein, nein. Wir sitzen sieben, acht Stunden da und nehmen Sachen auf und nehmen Songs auf und dann meinte der so, ja, und dann habt ihr fünf äh, Nummer-1-Hits, Hits, ne? sagte dann der Klaas. Und der Kapitän war so, nee, nee, also da, wir machen acht Tracks und äh, fünf sind gar nichts, ne? Die sind nichts, die kommen auch weg. Und drei sind dann echt ganz gut und die bringen wir dann nach vorne und so, ne? Und dann habe ich auch so gedacht, ja, ähm, man kann ja halten von dem, was man will, aber ich bin mir ziemlich sicher. Der ist auch hart am Ackern. Auf jeden Fall. Also das, ich das kommt nicht von einfach so. Den ähm, wie heißt dieses berühmte Berliner Rap-Label noch, wo auch ähm, Kollega ist. Ähm, Kollege? Ich kenne nur Agro-Berlin, guter Junge. Ich glaube, Agro-Berlin war das. Okay. Oder? Aber Kollege hat nee. doch jetzt selber, oder nicht? Er guter Junge, weiß nicht. Einer von diesen großen Deutsch-Rap-Labels, hm. die Kollega groß gemacht haben und da den Label-Manager. Ähm habe ich im Interview gehört. Ja. Ähm, und ähm, ich kann dir sagen, das ist alles nicht. Das ist, knall, das ist erstmal knallharte BWL, die die da machen. <laughs> also, die überlegen sich genau, wie das äh, Fan-Package, was du da kaufst, wo, die, wo das neue Album drin ist, welch, welches Zeug da reinkommt. Ne? Also, da, da kommt dann das Bracelet mit rein. Ja? Mhm. Ähm, das kostet dann irgendwie 6,99 Euro in der Herstellung. Und dann überlegen die und tüfteln das aus, welchen Preis das aus außer 8,99 und so. Weißt du, das wird genau. Das ist nicht alles. Das sind komplett hart arbeitende Leute, die da wirklich ähm, mit Köpfchen dran gehen und ähm, nach außen hin ist das alles ey, Mercedes fahren, kiffen und so. Ne? Ja. Aber hinter den Kulissen ist das halt nicht so. Und ähm, wie das im Medienwissen ist, hinter den Kulissen manchmal aussieht, da bin ich mir nicht so sicher. Ja, ja genau, um uns nochmal dahin zu kommen. Ich habe manchmal das Gefühl, also du da musst fehlt, da fehlt das Produkt irgendwie. Die Substanz fehlt. Also die ja. Basis, das Fundament fehlt. Du kannst, bisschen. du kannst es nicht nur einfach faken. Du kannst nicht ja. nur so tun, als ob da muss irgendwas, muss halt schon, ähm, also das, was die, die hip Hoper ja machen, ist ja, die, die faken zwar was, aber äh, das, das folgt halt so einem ganz, ganz, ganz perfiden Plan letztlich. Ne? Ja. Jedes Posting, jedes so. Und ich habe das manchmal das Gefühl, so bei, bei dem EDM-Zeug, so dass es das dann ähm, alle gucken so voneinander ab und denken so, ja, wir müssen jetzt auch mal ein bisschen so, ein bisschen so, ein bisschen so. Äh, eigentlich hat aber, haben aber alle keinen Erfolg damit. Also. Ich kann dir sagen, was die, also die Hip-Hoper haben einen riesen Vorteil. Die haben eine Botschaft zu transportieren. Ne? Also, die können was erzählen. Ne? Ja. Also, so ein Silo, der hat irgendwie tausendmal erzählt, dass er außer Gosse hat das. Ohne seinen Vater nach oben geschafft und so, ne? Hm. Und Kapital Bra hat es auch irgendwie in Berlin in der harten Szene, ist ja eingewandert und so auch schwere Zeiten gehabt, hat es nach oben geschafft. So, ne? ja. Also es ist halt so eine Botschaft, die äh, ganz oft transparent ja, ist. Vor allem ganz häufig im Rap, vor allem am Anfang, ist das die Tellerwäscher zum Millionär-Story. Die finden die Leute halt immer geil. Genau, das ist die klassische Erfolgsstory, so, ne? Vom ja. Tellerwäscher zum Millionär. Und ähm, im IDM äh, gibt es sowas nicht. Also es gibt keine Songs großartig. Ja, oder basshouse songs yeah. songs die haben alle keine Botschaft. Ne? Und ähm, der DJ hat auch keine Botschaft zu erzählen. Das Einzige, was er machen kann, ist, gute Songs nacheinander spielen und vielleicht ein bisschen Animation mit dem Mikrofon. Ne? Aber das sind alles keine, das ist jetzt keine Hexenkunst. Ne? Das kannst du, ähm, also wenn man ganz böse ist, kann man sagen, das kann man jedem Azubi in zwei Wochen beibringen. Halt yeah. so, ne? Und... Ähm, ja, ich glaube vielleicht, vielleicht kommt das daher dadurch, dass, dass, ähm, dass man so viel auf Instagram setzt und auf geile Bilder und einen geilen Lifestyle. So, weißt du? dass das, so, ist ein, das ist ein Versuch, Storytelling zu machen. Richtig. Ja, du willst ja. so zeigen: So, wow, guck mal, bei mir ist der Himmel immer teal und meine Haut orange. Und ja, aber kann, <laughs> kann ich dir ja schon sagen. Also will ich jetzt mal prophetisch und sage: Das funktioniert auch nicht. Ähm, äh, in, in zwei Jahren äh, haben alle Leute Instagram satt, weil das sich immer wiederholt. Das ist ein Loop. Also ja. die Fotos sind immer gleich und es wird immer noch keine Botschaft erzählt und oh gut jetzt ich habe das auch schon im Sommer habe ich doch mal erzählt mich nerven diese ganzen Festivalfotos ja. DJ steht oben auf der Stage unten sind die Leute Peacezeichen so ne ja, äh, wir, Jump, wir sind Jump fotos genau wir sind wir sind halt äh, weil wir also du und ich wir sind so vom Typ her wir, ko wir konsumieren nicht nur sondern wir konsumieren und äh, analysieren automatisch. Das ist ja, weil, weil wir halt so gestrickt sind, ne? weil du die ganze Zeit überlegst, okay, was heißt das? Was hat das für Auswirkungen? Wie entwickelt sich das? Das heißt, wir sind immer ein bisschen schneller in der Beurteilung. Aber ich gebe ja. dir recht. Also viele sind jetzt so, die gucken das einfach und denken so, hörst du einfach ein schönes Bild. Und machen sich keine Gedanken darüber. Und ich glaube aber auch, dass ähm, was wir jetzt quasi jetzt schon empfinden, das kommt dann irgendwann bei der breiten Masse dann eben auch an, dass sie sagen so, ja, okay, ich habe jetzt das 5000ste Jump-Foto, habe ich jetzt verstanden. Ja. Genau, und da musst du halt, ja. ähm, also wenn, wir haben, das haben wir auch schon hier analysiert. Ähm, wenn du dann irgendwie versuchen möchtest, was zu machen, das auffällt, musst du halt irgendwie live, ne? Das war ja das, äh, das Ding ja. jetzt in diesem Sommer, irgendwie haben die versucht, irgendwas live zu machen, die Leute, ne? Ja, ja genau. Ähm, und ich weiß nicht, ob das reicht. Wahrscheinlich reicht es nicht. Aber ähm, wenn, du musst irgendwie versuchen, was. Also, so ein. Ja, du musst halt eine Botschaft haben. Das ist das Schlüssel-Erfolgsrezept, ähm, hm. ist das äh, Schlüssel zum Erfolg. Irgendwie. Ja, deswegen, Aber das ist witzig, ne? wenn ich jetzt mal so nachdenke, dann jetzt versteht man auch voll, warum Head, Headhunters so eine krasse Story draus gemacht hat, dass er mal Big Room EDM gemacht hat und wie reumütig er jetzt zurück zum Hardstyle und was das, also der ist ja immer so, so völlig drüber und er macht immer Stories dazu. Ähm, ich empfinde das als total lächerlich, aber ich denke auch, dass da letztlich ein Plan hintersteckt. Ne? Also, ja, auf dass, jeden Fall. Dass man halt genau. dadurch eine Story erzählen will. Ich war mal in der und der Szene und es hat mich voll fertig gemacht und jetzt bin ich aber wieder bei euch und so. Ne? Das ist halt was, was du erzählen kannst, so, so albern es klingt. Ja, absolut. Ja. Also das sind ja, ähm, also wir haben doch ganz am Anfang den Witz gemacht. In der EDM-Szene passiert auch nichts, mhm. weil es gibt gar nicht diese Stories. <laughs> ne? Also ja, ja. Ähm, wenn zwei DJs sich über Twitter anbetteln, das passiert einmal im Jahr, dann ja. ist das die riesen News, ja. <laughs> ja. Und das ist echt schon äh, ein Zeichen dafür, eigentlich ist, wird gar nichts transportiert in der Szene. Also mhm. ähm, wir share natürlich jetzt auch viel über den Kamm hier, aber so. Absolut, dafür sind wir da. Genau, <laughs> sind wir da. Aber so ganz grob betrachtet ist das, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Ne? Ja. Und ähm, wenn ein äh, Hardwill zum Beispiel ähm, Auszeit nimmt vom DJ, dann ist das eine Story oder eine Botschaft ja. so, ähm, dann interessiert das sofort jeden, wie das richtig wie ein schwarzes Loch saugt sich die ganze Szene diese News auf, ne? Ja, Und ja. Ähm, weil die ist so leer an, 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 tja, an News, an Botschaften, all sowas, ne? Tja. Tja, tja, gute Frage, ja. Ich versuche ja dann immer noch zu überlegen, okay, was mache ich eigentlich? Ich möchte auch aber irgendwas auf jeden machen. Fall sind wir, das sind gerade alles Punkte, glaube ich auch, die die Frage eingangs beantworten. Warum brauchen DJs einen zweiten Job? Ja. Also wenn du der DJ bist, der richtig, ich weiß nicht, wie sie aussehen soll, aber der wirklich da oben was vermitteln kann, ne? also wie so, ein, wie so ein Rapper halt, ne? die kriegen das ja hin, das, ja. Die sind, deswegen sind sie auch so erfolgreich über den Charts und so. <laughs> wenn, du, wenn du das hinkriegst, so eine Botschaft irgendwie ähm, auf den Schirm zu kriegen, dir das auszudenken und du bist dann auch vielleicht sogar der Erste in der edm szene dann Ey, vielleicht Glückwunsch. Ist, vielleicht ist das ja das David-Gator-Konzept, <laughs> was ich noch nicht verstanden habe. Club-Tracks spielen und die durchquatschen. <laughs> und erklären, warum die mal cool waren. Ja. Das ist das neue Ding von ihm. Ja. <laughs> Sein so neues Konzept. Und jetzt hört ihr eine Steigerung, die ist total cool. Und früher haben wir voll darauf gefeiert, da hat aber keiner gequatscht. Und dann gleich, gleich droppt das. Total deep und total. Da passiert gar nicht viel, aber es klingt total cool. Hört mal, hört mal, jetzt, jetzt, jetzt kommt das. So ein komplett durchkommentiertes Set. Ja, aber das ist auch noch keine richtige Botschaft. Ne? Also nee. so, ähm ich hoffe, es war klar, dass das nicht ernst ja. gemeint war. Okay, ja, alles klar. Ja. Ich mache manchmal, mach manchmal Spaß. Manchmal. So. Ja. Okay. Ja, wollen wir aufhören für heute? Wir wollen aufhören für heute. Wir hören uns, liebe Leute, in der Premium-Klangküche. Wir hören uns in der Premium-Klangküche. Ich möchte noch kurz was sagen. Ähm, Sag mal schreibt es. uns gerne mal, ähm, was ihr von der ganzen Thematik haltet. Und ähm, vielleicht habt ihr da auch eine Erfahrung oder eine eigene Meinung noch zu. Ähm, schreibt uns das gerne auch. Unter den YouTube-Kommentaren ist, glaube ich, ganz gut, ne? Dann können die anderen da mitdiskutieren und das lesen. Genau, YouTube kommt da. Oder, oder auf unsere äh, Handynummer eine Sprachnachricht schicken, ist auch immer cool. Ist auch eine sehr gute Idee, ja. Denn wir haben ja dieses coole Handy, wo ihr Sprachnachrichten schicken könnt. Äh, und wir spielen die hier ab. Wir genau, sind die... quasi das äh, Fest und Flauschig in Cool, weil die machen es gar nicht. Machen sie nicht mehr, ne? Nee, das war voll die Schnapsidee bei denen. Die haben da irgendeinen ja, so Anrufbeantworter gemacht und. Ja. Die haben es. Die haben es ähm, verkackt. Ja, ich möchte noch eben kurz sagen, wir haben auch viel erzählt heute und vielleicht haben wir auch ein äh, paar echt grobe Schnitzer drin, äh, auch in unserer Rechnung oder so. Das mhm. kann sein. Ähm, könnt ihr uns gerne korrigieren, ansonsten. Und wir haben viel pauschalisiert in dieser Folge. Ähm, da möchte ich nur sagen: Ausnahmen gibt es immer. Ja. Ne? Aber wir, haben immer, wir müssen immer versuchen, so ein bisschen den, den Durchschnitt zu betrachten und nicht die Ausnahmen. Übersetzt, es ist ja auch völlig okay, wir haben ja unsere, unsere Wahrnehmung geschildert und deswegen genau. habe ich das ja auch ja. in der Folge einmal in der Mitte so reingegrätscht und habe gesagt, ey, vielleicht hey, fasst sich gerade einer in den Kopf und sagt, Leute, ich mache 40, 50 Mille im Jahr als, als äh, Festival-DJ oder ja, so. Ja, ja, klar, gibt es auch. Also ja, und, 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 und ich mache diesen instagram fake scheiß und bei mir läuft richtig krass und so, ey, bitte meldet ja. euch, ich will es wissen. <laughs> ich weiß <laughs> ja. ich, weißt du, ich möchte ja lernen, ich bin gar nicht so... Festgefahren, wie man immer meint. Ja. Ich bin da doch recht offen. Ja, auf jeden Fall, schreibt uns und ja. dann ähm, würde ich sagen: machen wir jetzt Feierabend. Okay. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Hau rein. Tschüss.